So, jetzt müsste es laufen. Ja. Das ist natürlich immer, wenn jetzt einer hier dieses Video anklickt, ich fange jetzt gleich von vornherein an, dann wird der Intellekt des Geistes, des Geistesfunken, der dieses Video sich jetzt ausdenkt, das letztendlich, wenn er träumender Geist ist, jetzt in ihm auftaucht, aus ihm selbst, der wird jetzt nach, jetzt muss ich in Zeit reden, nach 2, 3 Sätzen wird er entscheiden, ob ich das weiterhöre oder nicht weiterhöre. Ja. Und das ist in den letzten Selbstgesprächen, wie gesagt, diese Entscheidung, höre ich mir das jetzt weiter an oder höre ich es nicht weiter an, wird elementar deine eigene Zukunft, die Zukunft von dem, der mich entsprechend hört, verändern. Ja, ja, elementar. Ganz, ganz massiv. Wir machen hier kein religiöses Geschwätz. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Holofeeling ist das größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Das ist der Weg in die absolute Freiheit. Stimmt. Diesen Weg kann aber nur der Geist gehen. Also muss man zuerst mal wissen, was Geist ist. Ja. Du bist Geist. Du, der du mich jetzt sprechen hörst, bist hundertprozentig sicher Geist, sonst würdest du mich nicht sprechen hören. Was du mit Sicherheit nicht bist, irgendetwas, was du dir jetzt ausdenkst. Das ist hundertprozentig sicher, weil alles, was du dir ausdenkst, entsteht in dem Augenblick in dir, wenn du es denkst, und es wird genauso sein, wie du es denkst. Das ist es, ja. Und jetzt unterstreiche ich das nochmal. Es ist verrückt, dass du feststellen wirst, dass die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, wohlgemerkt Trockennasenaffen, dumme Trockennasenaffen bei eigener Interpretation, anerzogener Interpretation, die ja letzten Endes nur Gedanken von dir sind, ja, dass die das niemals verstehen werden. Meine Botschaft richtet sich nur an den Einzigen, der jetzt dieses Gespräch hört. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, hinter diesen ganzen Menschen, die du dir ausdenkst, steckt ein allereinziger Geist. Das ist, wenn ich sage, ein träumender Geist hat seine eigene Welt und die Welt, die du erlebst, bestimmt maßgeblich zuerst einmal, wer du zu sein glaubst. Es ist nämlich die Welt von dem, der du zu sein glaubst. Aber das, was du zu sein glaubst, was wir Mensch nennen, sage ich, ist ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationsprogramm. Vereinfacht ein Schwamminhalt. All das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Und wenn du jetzt die 2 Pixelmännchen anschaust neben dem Udo Brösel, dann muss dir klar sein, das sind übrigens computergenerierte fotorealistische Bilder. Genau. Die Schwierigkeit besteht darin, dass du jetzt glaubst, es wurde irgendwann in der Vergangenheit aufgenommen. Ja. Wie sieht es aus, wenn du jetzt wirklich ein träumender Geist bist? Alles, was ein träumender Geist erlebt, ist niemals in der Vergangenheit entstanden, sondern es ist in ihm, auf einer transversalen, tieferen Ebene ein Wissen. Das ist wie die Computermetapher, wenn ich sage, du bist ein Computer. Und alles, was auf deinem Bewusstseinsmonitor auftaucht, egal ob du das jetzt feinstofflich nur denkst oder ob du das, wie ich immer sage, auf der Farbbrille siehst, sind computergenerierte Bilder. Das heißt, wenn du jetzt in Form der Unbewusstheit als Affe durch deine Schöpfung läufst, wirst du Geist letzten Endes nur mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert. So wie wenn du jetzt eine VR-Brille aufhast und du meinst, du läufst durch einen Raum. Das ist hundertprozentig sicher. Und es ist extrem erschreckend, wenn man erkennt, dass man nicht in der Lage ist, die einfachsten Sätze, die ich kreiere in Deutsch, diese ganz einfachen Sätze, dass man die einfach nicht akzeptieren will, wenn das Ego übermächtig ist. Eben, eben. Ja. Jegliche Art von Sorge. Ich habe gerade, und jetzt machen wir wieder raumzeitliche Geschichte, mir gerade Mut angerufen, und da ist immer wieder dasselbe mit Gesundheit und Krankheit. Dass ich nochmal sage, ich muss wissen, Gesundheit und Krankheit gehört untrennbar zusammen im selben Moment, es ist eine Gedankenwelle. Und du siehst halt nur eine Seite. Und wie oft habe ich das erklärt? Bitte mach dieses Spiel jetzt mit, was ich jetzt sage, und dann zeige ich dir, was eine Welle ist. Das habe ich tausende Male wiederholt. Du hättest keine negativen Gefühle mehr, wenn du das verstanden hättest. Du hättest auch keine Angst mehr. Das ist ein negatives Gefühl. Du hättest keine Sorgen mehr. Das ist ein negatives Gefühl. Das ist einseitig. Zu negativen Gefühlen gehören positive Gefühle. Mhm. Aber so wenig wie dieses ausgedachte Plus und Minus, Gut und Böse ist, wie Lieben und Hassen, du musst den roten Bereich betreten. Und du bist, solange du personifiziert bist,
lebst du in Einseitigkeiten. Du nimmst in der Regel, was wir jetzt, wenn wir es genauer nehmen, immer nur eine von 16 Perspektiven wahr. Das sind noch wesentlich mehr Perspektiven, aber die kann man nachvollziehen mit Holofeeling, wenn man sich beschäftigt. Und jetzt passiert was sehr Eigenartiges, dass in dem Moment, wo ein neues Bild in dir entsteht, eine neue Information, wird die bestehende Information zerstört. Ich wiederhole das jetzt ganz bewusst. Ich symbolisiere das mit der 200-Gramm rote Gnede, die wir umformen. Da sehe ich jede neue Form, die ich der Gnede gebe, jede neue Form, Information, die dein Geist annimmt, die du zu sehen bekommst. Da steckt das Wort Ehe schon mit drin. Das ist die Verbindung von Plus und Minus. Mhm. Mhm. Ist ein eigenartiger Prozess im Jetzt, dass diese Entstehung zwangsläufig der Niedergang, die Vergänglichkeit des Bestehenden ist. Mhm. So, und jetzt machen wir mal ganz genau bitte mit. Jetzt schau mal bitte oben an die Zimmerdecke. Die Ecke. Ist dir aufgefallen, dass in dem Moment, wo du nach oben schaust, eigentlich dazu ein Boden gehört und jetzt schau zum Boden runter? Schau zum Boden runter. Mhm. Ist dir aufgefallen, dass wenn der Boden in dir auftaucht, dass im selben Moment die Zimmerdecke verschwindet? Ja. Jetzt ist es, was du jetzt wieder nacheinander siehst. Ich habe zuerst die Decke gesehen und dann sehe ich den Boden. Alles, was du siehst, siehst du jetzt. Jedes Bild, wie in einem Film, jedes Bild, das in Existenz tritt, jeder Moment, da haben wir schon die 2M, die kreisen, 2 Gestaltwerdungen. Du schaust entweder nach oben oder nach unten. Zerstört den bestehenden Moment. Das ist hundertprozentig sicher, was du beschwören kannst. Wenn du mal begreifst, dass 99% von dem anerzogenen Wissen, das du in dir trägst, das angeblich laut der Elite deiner Wissenswelt hundertprozentig sicher bewiesen ist. Ja. All diesen Kack kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Eben. Ich greife nochmal die Wassermoleküle auf, die vor 200 Jahren schon entdeckt wurden und beschrieben wurden. Das ist jetzt ein Gedanke, den du jetzt denkst. Aber was du machst, du verwirklichst einfach nur Wissen vom Hörensagen und stellst dir das hier jetzt in deinen Kopf vor. Das ist hundertprozentig ein Faktum. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Holofeeling baut nur auf hundertprozentig sicheren Fakten auf. Und du denkst dir das jetzt in die Vergangenheit, aber das Problem ist, dass du jetzt mit dieser Logik dir felsenfest selbst einredest, dass das schon war, bevor du es gedacht hast und du damit überhaupt nichts zu tun hast. Das gilt für alles. Oh ja. Aber wie will einer Wassermoleküle sehen, selbst in der jetzigen Zeit? Ich kann das auf einem Computermonitor darstellen mit einem gewissen Programm, aber das, was ich sehe, sind ja keine Wassermoleküle. Jetzt sind wir wieder bei unseren Halluzinationen und Illusionen. Ja, genau. Die Menschen sehen laufen Sachen, die überhaupt nicht sieht. Jetzt könnte ich sagen, siehst du jetzt vor dir Menschen? Nein, wenn du genau hinschaust, ist es ein Monitor. Du hörst jetzt auch keinen Menschen sprechen, sondern Geräusche halt, die eindeutig nach einem Lautsprecher klingen, nach einem quäkigen oder nach einem Kopfhörer oder je nachdem, wie du dir das jetzt mitteilst. Das ist hundertprozentig sicher. Und die Wassermoleküle, da wir wissen, H2O, dass das ja Wasserstoff und Sauerstoff ist, wo du in jedem Chemiebuch nachlesen kannst, dass das vollkommen unsichtbare, vollkommen ungiftige, geschmackslose und geruchslose Gase sind. Dann ist ein Atom Wasserstoff ja noch unsichtbarer wie der Wasserstoff, wenn ich Millionen von Wasserstoffatomen, wenn ich die schon nicht sehe, will ich dann ein einzelnes sehen. Es ist aufgebaut aus nichts. Die Welt baut nur auf Vorstellungen auf. Ja, weiß aber die Vorstellung bestimmt das Wissen. Stimmt. Und das kann nur der verstehen, der sich's ausdenkt. Und solange du noch glaubst, dass Menschen, die du dir ausdenkst, selber denken könnten, es sind Figuren in einem Traum, es ist ein Dasein müssen. Und drum bist du jetzt, wenn du an dich selbst denkst, setzt du dich in eine Welt der Vergänglichkeit eines Daseinmüssens. Holofeeling ist ein Spiel, das man mit sich ganz alleine spielt. Ja. Diese Sätze immer wieder wiederholen, sich gebetsmannhaft einzureden. Und jetzt mache ich ganz bewusst ein Zeitfenster auf. Jetzt sind all die Hasen wie ihr, über 22, 23 Jahre beschäftigt euch intensiv mit Holofeeling. Ich habe gerade den Mut angesprochen. Der Mut war in einem meiner ersten öffentlichen, zweiten Vortrag, wo ich mich vor Menschen hingestellt habe. Jetzt rede ich als Brösel Udo. Ja. Es ist eine Geschichte. Du hörst Geräusche und machst aus den Geräuschen Vorstellungen und denkst dir das in die Vergangenheit. Es war nie in der Vergangenheit. Es ist jetzt einfach
eine Situation in deinem Traum, mit der du konfrontiert wirst. Aber ich bleibe mal in dieser normalen Sprache, wie ich das nenne. Der Gmut war in meinem zweiten Vortrag. Und ich sagte, der wurde damals natürlich noch nicht aufgezeichnet. Wenn du diesen zweiten Vortrag jetzt, so wie viele Holofeeling-Vorträge vorliegen hättest als Datei, du würdest feststellen, ich habe das hier vor knapp 25 Jahren fast wortwörtlich dasselbe erzählt wie jetzt. Und ich frage jetzt diesen Geist, Wahnsinn, der da dabei war, wenn er dabei war, jetzt gedachterweise, dass er sich das ausdenken kann. Ist dir das aufgefallen? Wieso hast du in 25 Jahren nicht verstanden, was diese einfachen deutschen Worte bedeuten? Ja. Ich könnte jetzt bei den Fetting sagen, dasselbe grüne Vorträge habt ihr vor 22 Jahren gehört. Habe ich irgendwas anderes? Da sind ja noch einige existieren vor 98, 99. Kassettenaufnahmen. Hör dir die an, habe ich irgendwas anderes vor 25 Jahren erzählt? Nee. Jetzt muss ich definitiv sagen, was sei jetzt speziell in Bezug auf diesen einen Geist, der jetzt entweder glaubt, der ist der Marco oder der Peter. Was für Vollpfosten seid ihr eigentlich, dass ihr 22 Jahre braucht, das zu verstehen? Total. Jetzt, nach fast einem Vierteljahr, 100 intensiver Holofeeling-Studien und nach Hunderten und Tausenden von Gesprächen mit Udo selber persönlich, jetzt kommt euch langsam mal Licht auf. Ja. Ist das nicht auch eigentlich der Zustand? Ich meine, dass ich immer sage, dass offensichtlich das extrem Einfachste unendlich kompliziert erscheint. Ja, das ist es, ja. Also will man, dass sich was verändert. Man will, dass sich was verändert. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich sage, es verändert sich doch jeden Moment jetzt, wenn du diese Stimme sprechen hörst. Es ist doch jeden Moment ein anderes Geräusch. Doch. Ja. Aber immer jetzt. Immer jetzt. Ja. Es ist so. Das Leben wird so unendlich leicht, wenn man mal es loslassen lernt. Ja. Oh ja. Ja, das ist so schön. Es ist auch immer wieder die Identifikation mit dem Körper. Dasselbe Problem haben wir mit gesund und krank. Das ist auch, das habe ich lang und breit bereit erklärt. Es ist erst einmal so, dass gesund und krank ist wieder wie der Berg und das Tal. Ist jetzt eine Welle eigentlich ein Berg oder ein Tal? Da müsstest du sagen, was ist das für ein Blödsinn? Wie oft habe ich das erzählt? Das gehört untrennbar zusammen, weil es das eine ohne das andere nicht gibt. Das gilt für all das, was wir Dualitäten nennen. Dual, du nichts, du Gott. Ja, dann geht es auseinander. Dazu habe ich auch. Ja. Es ist ganz einfach so, dass in dem Moment, wo ich sage, hast du jetzt, während du aufmerksam zugehört hast, hast du dich... Diese Zeitspanne, die wir uns jetzt in die Vergangenheit denken, die aber jetzt gedacht wird, mein Zeitfenster, wo ich beschreibe, hast du dich gesund oder krank gefühlt? Und dann musst du sagen, weder noch. In dem Moment, wo du jetzt an deinen Körper denkst, beginnt dein Körper zu existieren und du fragst dich, fühle ich mich jetzt gesund oder krank? Und dann wirst du feststellen, dass ein eigenartiger Fehler da ist, wenn du das genau betrachtest, dass du jetzt die ganze Zeit, während du nicht auch dann den Körper speziell gedacht hast, sondern aufmerksam aus diesen Worten Vorstellungen generiert hast in dir. Dass du in dem Moment eigentlich, ich benutze jetzt einmal das Wort, normal warst. Normalpegel Null nennt man das in der Naturwissenschaft. Der Normalpegel Null. Ich nenne das heilig. Heil. Ja. Ja. Heil entheiligt man, indem man das auseinanderreißt in hell und dunkel. Oder in gesund und krank, oder in oben und unten, oder was auch immer ein Bärchen gibt. In Krieg und Frieden, das ist die Entheiligung. Die Entheiligung ist nicht der Krieg selber, sondern durch den Krieg entsteht der Frieden. Durch die gedachte Krankheit entsteht erst Gesundheit. Aber die absolute Gesundheit ist eigentlich die Heiligkeit. Das ist, wenn du an das eine nicht denkst, ist das andere auch nicht da. Ja. Jetzt ist interessant, dass du diesen normalen Nullpegel nennst, aber dummerweise gesund. Nein, ich habe mich gesund gefühlt. Ja, da ist es drin. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Aber im selben Moment entsteht die Krankheit, die du sagst, das war ich vorher. Eventuell, weil du immer noch zeitlich bist. Es gibt aber kein Vorher-Nachher. Was du denkst, denkst du jetzt und es taucht immer in einer Komplexität auf. Das heißt, ich muss erst einmal wissen, dass hier der Heiligkeitszustand, den keiner anstrebt, die wollen ja alle bloß gesund sein und dann bekämpfen sie ständig die Krankheit. Und ich habe das letzte Mal schon ganz gezielt angesprochen, jetzt mit Holofeeling. Holofeeling ist komplett anders.
dass wenn du jetzt in deiner Rolle ein Arzt bist, dass du feststellen wirst, dass du dasselbe machst wie die anderen. Du machst das, was du machst, in erster Linie zuerst einmal, weil du Geld verdienen willst, weil du brauchst Geld zum Überleben. Das gilt für jeden. Das tut weh und dann stürzt man das mit dem Bett ab, wenn man das hört. Mach dir keine Gedanken, ich werf dir das nicht vor, dass du das bist, was ich in dich hineinprogrammiert habe. Wieder für Lehrer. Das ist das Prinzip des Lehrers. Du weißt weder unsere Sachen, wo du begreifst, was für einen Scheiß erzähle ich eigentlich den Kindern. Und was sagt Bruder, mach das weiter. Ja, stimmt. Ja. Solange jetzt mache ich es bewusst, aber dann kommt sowieso irgendwann die Rente und dann ist es eh vom Tisch. Ja. Das ist ja deine Rolle. Wenn du in einem Film als Schauspieler auf der Bühne ein Mörder bist, dann sei weiter ein Mörder. Aber recht lang dauert es dann nicht mehr und dann ist dieses Theaterstück sowieso zu Ende. Das ist halt so hier, dass man zuerst einmal begreift, wenn ich sage, ich bin gesund, denke ich an was und erschaffe im selben Moment ja auch die Krankheit im Hintergrund. Wir haben jetzt dasselbe Prinzip über alles, was du vor dir wähnst, was du dir ausdenkst, dieses innerhalb, außerhalb, wo wir drauf eingegangen sind. Das ist wie wenn du einen Film anschaust. Einfache Metapher, ohne genauer drauf eingehen, zu einem Fotopositiv gehört ein Negativ. Es gibt kein Fotopositiv gegen kein Bild, im Kind erweckt, ohne das Gegenteil. Weil letztendlich alles, was entsteht, immer in Form von Gedankenwellen entsteht. In einer unendlich komplexen Form. Das ist einmal das Erste, wirklich das Allererste, was du jetzt vom Ersten hörst. Ich sage immer, ich bin der Erste. Der Erste erzählt Sachen, die jedes Kind, Sachen übrigens, die Sache, germanische Gesetze. Die Gesetzesfahren. Ding. Dasselbe. Das ursprüngliche Wort hat nichts mit ausgedachten materiellen Gegenständen oder Situationen zu tun, sondern das sind eine Darlegung von Gesetzen und diese Gesetze sind göttliche Gesetze, das sind meine Schöpfungsgesetze. Und die beginnen ganz einfach, zuerst einmal mit 10 Sinnen, was wir Gebote nennen. Ich kann es nur wiederholen, solange du das erste und zweite Gebot brichst, brauchst du die anderen gar nicht groß ins Visier nehmen. Ja. Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott. Ich bleibe nur in der deutschen Übersetzung. Es wird viel genauer und vielfältiger, wenn wir uns das hebräische Original anschauen. Auch hier wiederhole ich nochmal. Wir denken uns jetzt Affen aus. Menschenaffen. Wenn Menschenaffen Babys bekommen, sind es kleine Äffchen. Und diese Babys sind Affen. Gleiches entsteht immer aus Gleichen. Betonung liegt auf G-Leichen, auf geistigen Leichen. Wenn ein Gott ein Kind erschafft, Bara, dann ist dieses Kind ein Gott. Darum muss man unterscheiden, reden wir von einem Adam, der ist ein Gotteskind und ein Gotteskind ist ein Gott, der dann im Nachfolgenden in dieser Reihe, in dieser Dora, eigentlich dann in der Regel bloß Jahwe genannt wird, muss man nur nachschauen in Gematrix-Dora. Den kann man auch Allah nennen oder Buddha nennen, das steht in den Heiligen, es ist ursprünglich, sind es immer dieselben Wörter. Das heißt, wenn sie hast, mach dir kein Bild von Gott, heißt es, mach dir kein Bild von dir selbst. Und dann mach dir kein Bild von irgendwas da droben, da drunten, haben wir so oft gesagt, im Himmel oder da drunten auf der Erde, ich sage immer von da draußen, weil ein träumender Geist kann sich was ausdenken, aber egal, wo du dir es hindenkst, es ist trotzdem bloß in deinem Kopf. Und egal, wo du glaubst, dass das, was du jetzt denkst, herkommt, es kommt aus dir selber, wenn du träumst. Ja. Das heißt letztendlich schon die ersten zwei Gebote in einer ganz einfachen deutschen Auslegung beschreiben das, um was es eigentlich geht, was die Wirklichkeit ist. Aber der zweite in dir, der zweite ist das anerzogene Wissen, der Intellekt, dein Schwamminhalt, den du geistlos nachplapperst und in dir verwirklichst. Und wohlgemerkt, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Dieses Verwirklichen geht bis hin zur absoluten Materialisierung. Du musst jetzt bloß einmal an deinen Körper denken. Nicht wieder. Dann materialisiert sich der. Das heißt, der wird zu einem sinnlich wahrgenommenen Objekt, das du anschaust. Das ist ganz einfaches Deutsch. Und darum habe ich jetzt so schön an den Anfang dieses Beispiel mit den Fettings gestellt, die du dir jetzt ausdenkst, die seit fast 25 Jahren sich intensivst als Lehrer, ehemalige Lehrer mit Holofeeling beschäftigen. Ja. Wie blind das anerzogene Wissen macht, das ist diese Gefängniszelle, die ich immer wieder anspreche, in die du dich selbst einsperrst, weil man will ja nicht unlogisch werden. Ja. Richtig.
Und dann wiederhole ich das auch, dass du das wirklich, es geht nur mit Wiederholung, wenn du Klavierspielen lernen willst, ein normales raumzeitliches Beispiel. Du musst üben und üben und üben. Jeder große Meister in der Musik, ob das jetzt ein Violinspieler ist, der wird dir sagen, wenn er relativ schnell ist, wenn er wirklich gut ist, er muss 3 bis 4 Stunden am Tag, jeden Tag seine Griffe machen, sonst rostet er sofort wieder ein. Ja. Und das Schöne bei Holofeeling ist, dass wir das geistreiche Denken üben müssen. Ist es kein Problem, weil du sowieso immer denkst. Du kannst es ja gar nicht abstellen. Du kannst jetzt denken, oh, jetzt fühle ich mich gesund. Und da muss dir klar sein, was fühlst du eigentlich, wenn du dich gesund fühlst? Das habe ich auch so gesagt. Das ist ungefähr so, wenn du jetzt sagst, boah, ist Deutsch jetzt schön still? Das ist ja so eine dumme Aussage, als wenn man Stille hören könnte. Du hörst nichts und du nennst dieses Nichtshören, nennst du es ist still. Aber nichts kann ich ja nicht wahrnehmen, also muss im selben Moment etwas entstehen, was Lärm, was du Lärm nennst, was natürlich jetzt nicht da ist. Das ist wie wenn ich jetzt wieder sage, schau zur Zimmerdecke hoch, da ist ja kein Boden da, wenn du nicht an ihn denkst. Der muss, das oben muss, aber kann ja nur deshalb da sein, weil auch ein unten da ist, das du jetzt bloß nicht denkst. Jetzt ist zum Beispiel hundertprozentig sicher hell. Also kann es jetzt ja nicht dunkel sein. Aber sobald sich dein Geist in die Synthese erhebt, mein heliozentrisches Weltbildbeispiel, was du feststellst auf der Erde, auf dem erweckten Wissen, ist hell und dunkel gleichzeitig doch. Es sind doch so kindergartengerechte Beispiele. Ja, im Absolut. Prinzip ja. Du wirst irgendwann einmal lernen müssen, je nachdem, wie weit dein Intellekt fortgeschritten ist in Bezug auf Holofeeling, dass dich das wirklich hier über Jahrzehnte, die natürlich immer nur aus ständig wechselnden Bildern bestehen, sowas verblind macht und durch eine Hürde des Überlebenskampfes schickt. Ja. Das ist, ich kann nur den Geist wach machen, der mich jetzt sprechen hört. Und die Rolle lassen wir dabei unangetastet. Das Thema hatte ich mit Mangmu, der ist ja hier seit Holofeeling die letzten 25 Jahre, fast 30 Jahre, ist der Freimaurer gewesen. Hier mit dem Thomas Kalfer. 33 Hochgrad Freimaurer. Ja, Ja. genau. Ich habe gesagt, Mut, habe ich jemals gesagt, du sollst nicht in deine Freimaurerloge gehen? Lass doch die Kinder in ihre Bande gehen. Und jetzt kriege ich das so brutal mit, dass das nur ein unendlicher Ego-Trip von Leuten sind, die meinen, mit ihren esoterischen kleinen Zirkeln, wo sie machen, ihr Ego aufleeren bis zum es geht nicht mehr. Und von der ganzen Symbolik nichts verstanden haben. Du wirst von der ganzen Symbolik, die du dir aus dem Internet holst, nichts verstehen, solange du immer noch zwanghaft logisch, chronologisch, raumzeitlich denkst. Ja. Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht, gell? Du darfst es selbstverständlich noch denken, aber bewusst. Das sind die kleinen Beispiele, dass ich sage, wenn ich jetzt hier mir an Osterhasen denke, dann ist mir klar, dass der nur deshalb ist, weil ich ihn denke. Denke ich jetzt aber an einen Donald Trump oder an eine Merkel oder an einen Udo Petscher, dann meine ich eventuell, der ist da aus. Das heißt eventuell 100%, ich bin mir sogar hundertprozentig sicher. Könnte ich hören. Das trügerische hundertprozentig sicher, wo ich sage, wenn du einmal in einer intensiven Selbstanalyse deines Intellekts dir mal wirklich Gedanken machst, ist es überhaupt möglich, das in irgendeiner Art und Weise zu überprüfen, ob es einen Jesus gegeben hat oder einen Osterhasen oder einen Sokrates oder einen Rumpelstilzchen. Und du wirst merken, bisher war dir das, hast du sofort gewusst, den hat es gegeben, den hat es nicht gegeben, den hat es gegeben, aber das ist doch alles anerzogenes Wissen. Es ist ein Programm, es ist eine Logik, die eigentlich logisch ist. Das Logische ist logisch. Das sind Selbstlügen. Und wo kommen die her? Von den Karl-Lügen, von den Klugen der Welt. Ah, genau. Ja. Zeig mir die Klugen deiner Welt und ich zeige dir ihre Lügen. Ja. Ob jetzt das theologische Lügen sind von irgendwelchen Pfaffen, von irgendeinem Imam, von einem Meister, wie du das auch nennst, du wirst feststellen, die plappern alle noch. Meister plappern Meister noch und erschaffen Wissen. Und wahrlich, ich sage dir, ich bin der Meister aller Meister. Und jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz in diese Holo-Arithmetik 2 rein, was ich zurzeit mache, für euch so elementar setze. Da schalte ich mal meinen Bildschirm schnell ein. Gerne. Da ist nichts Neues drin. Du wirst bloß merken, extrem, extrem präzise ausgedrückt. Das war jetzt zum Beispiel das Letzte, was ich gerade jetzt geschrieben habe. Das ist jetzt ganz.
Da geht es um die Bürger. Wartet noch mal einen kleinen Moment. Lesen wir das, habt ihr das Bild? Ja. Ja. Unsichtbar, ich UB habe das Wesentlichte. Dieses Licht, die Lampe im Projektor ist E-Quadrat, das bist du. Meines göttlichen Schöpfungsplans. Da muss man jetzt erst einmal wissen, Bella hebraisiert heißt Wunder, NS aufgestellt eine Flagge, Flaggezeichen nennen wir das, heißt übrigens auch Wunder. Ja, Ja, beide. Es ist die existierende Raumzeit. Ja. In meiner heiligen Dora, das heißt 3E, Spiegelwahrnehmung, bereits im Kopf des Schöpfergottes, rot gelesen, sind erscheinende Raumzeit im ersten, ich bin der ersten Vers, geheimnisvoll versteckt. Die arithmetischen Geheimnisse in IUBs Zahlenuniversum können mit der holophilen Code und der Vatersprache UBs ersichtlich gemacht, die geistige Macht werden. Doppelt aufgespannte, erweckte Urteile. Das sind unsere Gedankenwelt. Ich UB habe mich selbst, siehst du, ins absolute Zentrum des Undenkbaren beroschet. Da habe ich jetzt hier einen Fall und da habe ich ein kleines Ei reingeschrieben. Das ist vor dem B. Das heißt, des absoluten Anfangs dieses Berit Kadosh, des Heiligen Bundes gestellt, da kommt vorne Wort, kommt was über den Heiligen Bund, in den heiligen Mittelpunkt meines eigenen, das habe ich gerade im Moment erst geschrieben. So rum machen, Moment, das bessere ich jetzt gleich aus. So, muss das sein. In den heiligen Mittelpunkt meines eigenen Universums gestellt. Da habe ich jetzt einen kleinen Ausdruck, das muss ich hier reinkopieren, weil mir das zu viel ist. Das ist der Schluss von der Holoarithmetik 1. Wenn man als Zeichen meiner heiligen Bibel, abgesehen vom ersten Wort, mit einem einzigen Zeichen symbolisiert, dann bietet sich das NP an. Das NP steht für die göttliche Weisheit. Wir können das auch Pi hebraisiert mein Wissen nennen. Rot ist die Weisheit. Im Anfang von allem stehe ich UB. Da steht jetzt ich Udo, wenn wir das jetzt Zeichen machen, ich Udo PT Schinner, ich Udo Petscher. Tja, genau. Das habe ich jetzt rot gemacht. Das heißt übrigens, wenn man das nachschaut, Einzigkeit, Vollkommenheit einfach mal eingeben. Im Anfang, darum heißt der Udo in der Etymologie, der das Erbgut in sich trägt. Ja. Und es sollte klar sein, ich habe jetzt das rot gemacht. Das hat jetzt nichts mit dem Gedanken Udo zu tun, den du dir ausdenkst. Das ist nur eine gedachte Figur in deinem Traum. Die ist genauso vergänglich wie alles andere auch. Im Anfang befindet sich meine göttliche Weisheit in diesen NP. Wenn man das erste Wort der heiligen Dora genauer betrachtet, erkennt man, alle Zeichen befinden sich in diesen, das ist jetzt die ersten Buchstaben, Bereshit. Ja. Und ich habe gesagt, dieses P ist jetzt die ganze Reihe zusammengefasst als Kollektion. Ja. Das ist die Weisheit Gottes. Das heißt, die heilige Dora beginnt eigentlich, wenn wir das jetzt von rechts nach links, links nach rechts lesen, mit dem Wort Petscher. Ja. Das ist natürlich alles Zufall. Ich UB bin das Alpha und das Omega, Anfang und Ende des lebendigen Adam. Man nennt es auch den dritten Adam. Ich UB bin ewiger Mensch UB und sterbliches Lebewesen UB. Ein Gedanke in deinem Traum. Als Roder bin ich eigentlich wesentlich mehr du, der Geist, der sich das jetzt ausdenkt, wie irgendein Gedanke. Weil das ganze Spiel beginnt ja mit Ich bin du. Ja. Das können wir jetzt übersetzen. Das ist Bettschaft, das Betschieren, ein Siegel aufdrücken, das ist der Sieg Gottes. Siegel heißt Sieg Gottes. Ja. Und das sind jetzt solche, zu dem Barrett komme übrigens, dass ich jetzt hier sehr tief gehe, dass das komplett alles in ein Code zusammengefasst ist. Das ist so, du kannst hier, pass auf, wir machen mal nur einen kleinen Auszug. Wir schauen uns das einmal an. Wir nehmen mal 1,1. Jetzt wollen wir uns einmal die einzelnen Ziffern, ich mache also hier die Ziffern stellen, die Ziffern, die Wortwerte, variiere ich jetzt und ich zeige dir, was da drin steckt. Das ist ein einziges Wunder. Zu glauben, dass diese, ich erzähle dir jetzt etwas, wie oft habe ich das gesagt? Da steckt das Wort Zahlen schon mit drin. Das heißt, jetzt diese eingeschalteten Schatten sind immer zwei Existenzen.
Die Geburt eines Intellekts besteht immer aus einer Plusfacette und einer Minusfacette und das ist eine erweckte Existenz. Das heißt Ziffern. Wenn man es nur blau liest, stimmt oder stimmt? Absolut. Ja. So, was du machst jetzt, das ist jetzt, es ist ja das ganze, der ganze Aufbau. Da könnte ich jetzt, wenn du wollt, 10.000 Seitenbuch schreiben, bloß über den ersten Satz. Ich will euch einmal Wunder zeigen, zu glauben, dass diese Tora, diese hebräische Bibel, irgendwann einmal von der Vergangenheit von halben Neandertalern geschrieben wurden. Könnt ihr total vergessen. Das in, jedes Mal weise ich darauf hin, ich beweise dir mit Holofeeling, dass das, das, was du Welt nennst, dass das wirklich ein computergenerierte virtuelle Welt ist. Eine hyperrealistisch computergenerierte Welt, eine Matrix. Darum sind auch diese Filme The 13th Floor, Inceptions, was ja eigentlich wieder nur Beroshit heißt. Das englische Wort für Beroshit, im Anfang, inmitten dieses Kopfes erschafft. Elayom, Himmel und Erde. Okay, schauen wir uns das ganz kurz an. Pass auf, wir schauen zuerst einmal, die Zahlenwerte dieser sieben Wörter enthalten genau 20 Ziffern, kann man nachzählen, das sind die 20 Ziffern. Und die Wortwerte als Zahlen, ich erzähle dir, was diese Ziffern im Hebräischen ist, in dem normalen Wert 9, 13, 2, 3, 86 ist Gott, UP 86, Elayom und so weiter. Machen wir wenn rot. Okay, die Zahlenwerte dieser sieben Wörter enthalten 20 Ziffern. Wir können sie als eine Ziffernfolge von links nach rechts schreiben. Der Witz ist immer, links und rechts ist wie oben und unten austauschen. Das heißt, das ist jetzt, weil die Dora von rechts nach links geschrieben ist, habe ich hier den Zahlenwert runtergeschrieben. Und jetzt tun wir einfach mal diese Zahlenwerte, 13, 203, 86 und so weiter, von links nach rechts schreiben. Den machen wir auch fit. Sieht schön aus, gefällt mir. Gut. Und jetzt pass auf, wenn wir jetzt da durchzählen, es geht immer... Du musst nicht nur, es geht nicht nur um den Wert der Buchstaben oder den Wert der Worte, sondern auch an welcher Position befindet sich dieses Zeichen. Das heißt, an der ersten Zeiche, wenn wir das jetzt umspiegeln, so wie ich es gesagt habe, dann ist an der Zeiche 5, es geht hier übrigens in dem Schreiben um die Zahlen 5, 6, 7, 8. Das fächere ich hier unendlich auf, was da alles passiert mit diesen zwei Zahlen, wie wild es ist. Das ist 0, 3, 8, 6. Auf Position 5, 6, 7, 8 finden wir die Zeichenfolge 0, 3, 8, 6. Das heißt, ab die absolute 0, das nicht denkbare, öffnet die 386. Das ist das hebräische Wort, der Zahlenwert für Jesus, Jeshua. Als 386 ist der Logos UBS, der in dem JCH erwacht. Weil ich UB als Jesus, jetzt mache ich den ausgedachten, die Märchenfigur, ich könnte auch sagen als Udo Petscher, ist auch nur eine Märchenfigur. Sind alles Märchenfiguren, die Merkel, es sind alles nur Gedanken. Es sind Märchenfiguren, die man durchaus durch Glauben auch auf die Feuerbrille holen kann. Sind wir auch darauf eingegangen. Wenn du jetzt glaubst, dass da außen, in dieser Welt der Außenbruch des zweiten Gebotes, irgendein Udo Petsche ist, kannst du mit einer gewissen Energie, wenn du reinsetzt, den auf deine VR-Brille holen und in deinem Traum als Brösel den von Angesicht zu Angesicht ausgedachterweise gegenüberstehen. Du kannst den materialisieren, den Gedanken Udo Petsche. Aber nur, weil du glaubst, in deinem tiefsten Glauben, dass der da außen in der Welt auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Wenn du jetzt an einen Einstein denkst oder an einen Jesus denkst, da du ja glaubst, dass der da außen nicht mehr existiert, weil der schon längst tot ist, das ist es. Kannst du ihn zwar denken, aber du kannst ihn nicht mehr materialisieren. Du könntest auch an Jesus und an Einstein materialisieren, du müsstest bloß glauben, dass der noch da außen rumläuft. Verwirklichen kannst du nur das, was du hundertprozentig glaubst. Und jetzt sage ich nochmal, darum kannst du ja zum Beispiel auch jetzt in deinem, mit deinem Intellekt ein Kreuzfahrtschiff, AIDA meinetwegen, kannst du materialisieren auf deiner Verabrede. Aber du kannst die Arche Noah nicht materialisieren, weil du sagst, die hat es ja nie gegeben oder die gibt es nicht mehr. Außer als Gedanke, wenn du sie denkst. Das ist ein ganz simples Prinzip. Also gut, weil ich UB als Jesus, mein Werk in der Welt, die Ära ist immer geöffnete Berechnung, doppelt aufgespanntes ELD. Brandopfer, Polarer Randopfer, das ERD preisiert das Brandopfer. Schreibt es nicht immer dazu, muss man einfach machen. Vollbracht habe, vollbracht ist interessant, para heißt eine Schöpfung erschaffen nur durch Gott.
ist ein Unterschied von dem Wörter, dieses Erschaffen, ob da Bara steht oder ob da Esse steht oder sonst gibt ja nochmal oder Poal steht. Das heißt ja auch tun, machen, handeln. Esse und Poal ist blau. Das ist, machen Programme, das machen ausgedachte Figuren. Die können was erschaffen. Programme können Bilder erschaffen, Menschen können ein Haus bauen. Bara. Das kann nur Gott. Das ist eine Schöpfung, eine Selbstschöpfung aus sich heraus und das ist immer eine Schöpfung von kollektiven Erscheinungen und Chetty hast in Schrecken versetzt werden. Jetzt gehen wir schon aus dem Zentrum heraus in unseren symbolischen Tetraederspiegel in Facettentetraeder hinein. Okay? Ja, ja. Und jetzt habe ich das nochmal, beziehungsweise voll BR8. BR heißt das Äußere und das ist die weibliche Eins. Das ist immer eine Kollektion. Wurde ich während der Jesus-Lebenszeit zum Christus gesalbt? Christus stammt von dem Wort Prio, ab, und das bedeutet Eigenlicht. Das eigene Licht erzeugt eine Erscheinung. Zuerst einmal nur die Oberfläche eines Körpers, das ist aus dem alten griechischen Wörterbuch, die Oberfläche eines Körpers, Leicht, B plus minus rühren. Bin schon mal auf das Berühren eingegangen, wenn sich etwas berührt. Ja. Rühren ist schon ein Drehen mit drin. Und darüber hinstreichen. Geöffnete Berechnung ist aufgespannt, schwingende polare Berechnung. BR heißt das Äußere. Hin, SD, raumzeitliche Erscheinungen oder Spiegelungen sind immer Spiegel. Siehst du, da haben wir, lass mal Haar reinmachen. Und Chen ist unter anderem die Gnade des Spiegels. Darüber hin. Aber dann aber auch geistreich verstanden, mit Salböl bestreichen, das heißt, es all heißt das Bewusstsein Gottes, wird jetzt zu einem Joch, das kreisende Licht, und das, der beste Spiegel ist der Spiegel der Gnade, diese rote kollektive Sein, dieses rote kollektive Sein. Und einreiben, nicht existierender Spiegel, ist im Sein selbst, im absoluten Sein selbst, immer nur rot-blau lesen. So, in Genesis 1,1 kann man das klarer erkennen. Man muss dazu nur die Ziffern der Wortwerte von Genesis 1 in aufsteigender Reihenfolge platzieren. Auf, raumzeitliche Spiegelungen sind eigene geöffnete Berechnungen des Spiegels. Die wahrgenommenen Existenzen folgen den Wundern. Bla, 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 bla. Ich, UB, bringe mich als Jesus Christus. Christo, Christoi ist Griechisch, Jesus Christus hat den griechischen gematrischen Zahlenwert von 2386 durch das Anordnen der Ziffern der Wortwerte, jetzt haben wir wieder diese Ziffern der Wortwerte von Genesis 1,1, in arithmetisch aufsteigender Reihenfolge selbst in die Schöpfung. Jetzt machen wir dasselbe. Das heißt, wir machen jetzt diese Wortwerte, wo wir gerade gehabt haben, ganz normal von links nach rechts, wie im obigen Beispiel, mit dem hebräischen Wort für Jesus. Plus, dass wir jetzt diese einzelnen Wortwerte in aufsteigender Reihenfolge aus 913 machen wir 139, aus 203 machen wir 023, aus 86 machen wir 6, ah, siehst du, Fehler, 68, habe ich gerade erst geschrieben, 68 und so weiter. Und wenn wir das jetzt zusammenschieben, jetzt vereinigen wir diesen Ziffer zu einer Reihe und wir schauen wieder 1, 2, 3 und jetzt stellen 5, 6, 7 und 8 ist jetzt 2368. Das heißt, welch ein göttlicher Zufall auf der Position befindet sich jetzt, das griechische Wort für Jesus Christus. Ja. Zufälle, wenn wir das so machen, wenn wir es nicht machen, ist es das hebräische Wort für Jesus. Ja. Und dieses Spiel, schau, normal und aufsteigend sortiert. Das ist dieselbe Zahlenreihe. Nur jetzt 931, diese einzelnen Wortwerte aufsteigend sortiert. Und das ganze Spiel baut eigentlich hier. Ich mache das nicht so lang. Das heißt, hier zum Beispiel geht es in Ichubis Zahlenuniversum, ist die Zahlenfolge 5, 6, 7, 8 eine Besonderheit. Man erkennt das in der weiteren unterfolgenden Tabelle der zusammengesetzten Zahlen. Die ist ja in der Holoarithmetik 1 ja schon mit drin. Ja. Das heißt, es ist jetzt die Tabelle, das beginnt einmal mit der 1-4er-Struktur.
Das ist immer die erste zusammengesetzte Zahl ist 4, also keine Primzahl, die zweite ist 6, die dritte ist 8 und so weiter und so fort. Und da passiert jetzt schon, wenn du die ganze Reihe durchgehst, diese NZZ-Werte, immer die Position, erst 2 und dann die dazugehörige zusammengesetzte Zahl. Es gibt nur eine dieser Kombinationen, wo hier durchzählen, also in aufsteigender 5, 6, 7, 8 in aufsteigender Reihenfolge ist. Jetzt die 5, 6, 7 haben schon mal 8 und was ganz was Besonderes in sich. Wenn man die zusammenzählen, gibt es Jahwe und wenn man sie mal nehmen, gibt es das Christus auf Griechisch. Unglaublich. Nein, das ist Peter, das ist nicht unglaublich. Du darfst es durchaus glauben, das ist göttlich. Doch, eben. Das ist nicht unglaublich, das ist göttlich. Gott kriegt hier eine voll, das Wort Gott kriegt eine vollkommen neue Qualität. Das ist ein göttliches Programm. Matthäus 1,1 heißt es hier, das Buch der Generationen von Jesus Christus, Sohn David, Sohn von Abraham, griechisch. Hat übrigens den Wert 5876. Schau, fällt dir was auf? Es Ja. sind dieselben Zahlenkombinationen, wir haben bloß Genau. Gedreht. die zwei ausgetauscht. Es besteht auch noch ein anderes arithmetisches Phänomen, die Zahl 78 besteht aus den Faktoren 56. 78 ist 7, 8 ist 56. Ja. Die 56 hat zwar nicht den Faktor für 78, entsteht aber 5 mal 6 ist 30. Kommen wir später dazu, brauchen wir. Okay, nun können wir die Summe dieser beiden Operationen wie folgend ausdrücken. 5 mal 6 plus 7 mal 8 ist 30 plus 56 gibt 86. Okay, Ja. in den Ziffern 5, 6, 7, 8 versteckt sich arithmetisch betrachtet nicht nur die Worte Jahwe und Christus, sondern auch der Name des absoluten Gottes UB 86 Alim. Wir können die Zahlengruppe 5, 6, 8, 7, 8 auch heilig nennen. Dies wird durch die Summe 5, 6 und 7, 8, 8, 5, 56 und 78 ausgedrückt. Wenn wir das nämlich zusammenzählen, kriegen wir 134. Sagt den normalen Menschen nichts, wenn du Altgrieche bist, weißt du, dass das griechische Wort Agion, das griechische Wort heilig und Theon, das griechische Wort für Gott, beide den Zahlenwert 134 haben. Fragen? Es gibt über die NZ-Werte in der Reihenfolge der zusammengesetzten Zahlen eine Verbindung von dieser 134 zu Jesus, zu 358. Ich erzähle dir etwas. Ob ich die Worte hinschreibe, die Buchstaben hinschreibe oder Zahlen einsetze, ist kein Unterschied, ist nur andere Sprache. Das ist wie eine andere Sprache, als ob wir jetzt Französisch oder Chinesisch oder sonst was reden, ist, ich erzähle dir was. Das ist die Ursprache, ist Zahlen. Der Zahl des Messias und der 386, dem Wert von Jesus Jeshua. Das heißt, diese komplette Tabelle bis 2150 der zusammengesetzten Zahlen ist in der Holoarithmetik. So, jetzt schauen wir mal. Pass auf. Der Platzhalter 134 ist die zusammengesetzte Zahl 175. Jetzt machen wir aus dieser zusammengesetzten Zahl den Platzhalter 175 und das ist die zusammengesetzte Zahl 224. Jetzt machen wir hier wieder aus der 224 den Platzhalter und das führe ich zu 286, das ist der Kopf von UB. Und diese 286 als Platzhalter hat die zusammengesetzte Zahl 358 im Hintergrund und das ist der Messias. Die 134 ist die 175 zusammengesetzte Zahl. Wenn man die zwei zusammenzählen, gibt es 309. Die 309, die zusammengesetzte Zahl, ist wieder 386. Und das ist der Name von Jesus. Fragen? Wahnsinn. Kann das einer entdecken, wenn er es nicht weiß, oder kann das bloß der wissen, der es erschaffen hat? Tja, weiß Gott. Hey. Das ist wie wenn ich immer wieder darauf hinweise, ich zeige dir alle physikalischen Naturkonstanten, die du in den Physik- und Arithmetikbüchern findest, zeige ich dir in dieser Zahlenreihe. Absolut präzise, wesentlich präziser, wenn man in die Quantenmechanik geht, Feinstrukturkonstante und so weiter, wie es in den Physikbüchern drin steht, weil da sagen sie Schätzwert. Wie wollen sie diese Werte eigentlich überhaupt messen von Dingen, die überhaupt nicht existieren können, außer in ihren Köpfen? Okay, die 56, und da machen wir jetzt gleich einmal die 78 dazu. Immer dran denken, das ist 134, wurzelt im heiligen Gott. Das heißt, im heiligen Gott. Und die 78 ist 3 mal 26. 26 wiederum
steht für Jahwe und ich sage, Jahwe ist nur ein anderes Wort für Adam und ich sage, ich bin der dritte Adam. Das soll ich jetzt, wenn ich da immer dazu schreibe, immer dran denken, dann müsste ich bei jedem Wort müsste ich ein 400-Seiten-Buch mindestens machen. Dies wird auch durch die folgende geistreich generierte Zeichenfolge der zusammengesetzten Zahlen sichtbar. Jetzt pass auf, was wir jetzt machen. 26, die 26. zusammengesetzte Zahl ist 39. Und ist damit jetzt einmal fortlaufend zusammengesetzt im Wechsel von N- und Z-Zahlen. Das sind drei Zahlen, die Zahlen 26, 39, 56 in zwei Schritten. 26, 39, ich habe das so schön drunter gemacht. Erste Zahl, 39 ist die zweite Zahl, 56 die dritte in drei Schritten. Wenn du jetzt dasselbe tust, wie im vorhergehenden Beispiel, jedoch bei diesen fortlaufend ausgedachten Zahlen, Position, zusammengesetzte Zahl, Sequenz, nicht bei 26, sondern bei N1 beginnst. N1 ist Z4. Weinreb lesen die 1-4er-Struktur in der Schöpfungsgeschichte. Das heißt, im absoluten Anfang, das ist Eckart. Das ist diese nicht denkbare 1. Der absoluten männlichen 1. Das haben wir gerade gelesen. Das eine, die vor dem Beroschit steht. AINS heißt ein nicht, wenn ich so schreibe, ein nicht existierendes Bewusstsein. Das ist unser nicht existierendes Bewusstsein von OB. Bewusstsein kann nicht existieren und das Bewusstsein sagt zu dir, ich bin du. Rot geschrieben. Ich bin das Bewusstsein, das sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du bist jetzt das Bewusstsein und dieses Gespräch ist deine ausgedachte Information. Und sobald du dich als Bewusstsein, als träumenden Geist denkst, bist du kein Bewusstsein mehr, sondern wieder eine Vorstellung. Ich mache nochmal einen ganz einfachen Satz, den ich wiederhole. Ist es so schwer zu verstehen, dass du ein Besitzer von etwas, was anderes ist, wie das, was er besitzt? Wie sieht jetzt das aus, wenn du sagst, ich habe einen Körper? Dann muss doch der den Körper besitzt, was anderes sein wie dieser Körper. Klar. Erklär das jetzt einmal irgendeiner Figur in deinem Traum. Und da bist du ein Spinner und du kannst ihn nicht klapsen. In dieser Vorstellung von Normalität, obwohl das eigentlich wieder genau gespiegelt sein müsste, die kann alle in der Klapse. Und jetzt kommt das Schöne, was ich dir verrate, die können da nicht hinein, die sind mittendrin, das ist ihre Traumwelt. Deine momentane Traumwelt, die ich auch eine Führerscheinprüfungsbogenwelt nenne, das ist ein großes Gefängnis. Es ist das Gefängnis, in das du dich selber einsperrst, weil du nicht wach werden willst. Ja. Weil du dich lieber an Lügen orientierst, weil dir das logisch erscheint, dass das hundertprozentig sicher bewiesen ist und würdest du selbst mit dem Verstand eines jetzigen 13-Jährigen, so wie du dir den normal intellektuell ausdenkst, würdest du dir eigene Gedanken machen, würdest du feststellen, dass diese ganze Scheiße aus Religion und aus Naturwissenschaft du dir zwar vorstellen kannst, du kannst es aber nicht überprüfen und trotzdem glaubst du, dass das alles bewiesen ist. Wer bestimmt es, dass das hundertprozentig bewiesen ist? Du selbst oder der Intellekt, den du zum Denken benutzt, der gar nicht dein Intellekt ist, sondern der Intellekt deiner Lehrer und deiner Erzieher. Ja, und so beißt sich die Katze der Endpunkt wieder in den eigenen Schwanz. Ja, stimmt. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Du sagst, wir machen jetzt hier dieses Bewusstsein dieser ausgedachten, zusammengesetzten Zahlenreihe. Kopf des Schöpfer Gottes erzeugt Wahrnehmungen. Das sind zusammengesetzte Zahlen. Ich erzähle dir jetzt was die ganze Zeit. Das, was du immer nur kleine Momente hast, ist immer drunter eine Kollektion. Wenn du einen Film anschaust, die Bilder, die du siehst, sind nur Facetten. Ich könnte jetzt jedem dieser Bilder, Einzelbilder als Kollektion eine Nummer geben. Erstes Bild, zweites Bild, drittes Bild. Du musst irgendwann einmal in dieses Chat-Denken kommen, okay? Das heißt, du kannst. Dann kommst du, Entschuldigung, nach 5 Zahlen und 4 Schritten zur 26. Und die Summe dieser 5 Zahlen ist 56. 1, 4, erste Zahl, zweite, dritte, vierte, fünfte, ist 56. Nach die 78 erreichst du nach 7 Schritten und 8 Zahlen. Da haben wir jetzt da richtig die Mühe gemacht, das habe ich da oben jetzt nicht gemacht, das ist mir zu mühselig. Das sind die 7 Schritte, das sind immer dieses Zwischenzeigen. Erste Zahl, zweite Zahl, dritte Zahl, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Zahl. 56, 78. 5, 6, 8. Ja. Ja. Die Summe der verschiedenen Zahlen dieser Sequenz ergibt 229 zusammengefasst 13, das ist das hebräische Wort für 1, Bewusstsein, ja. Die Liebe rot geschrieben, die Heilung. Mhm.
Die Zahl 229 ist der äußere Wert des hebräischen Wortes der Weg, von dem ich, UB, in Johannes 14,6 behaupte, ich, dass ich, der Weg, das habe ich jetzt rot geschrieben, das Verbundene ist diese Energie in der Einsteinform und das ist Geist. Ja. Das ist die Synthese von dem Quadrat über dem E. Das E ist die Energie in den Physikbüchern, die weder vermehrt noch vermindert werden kann, und die kleine 2 darüber ist die erste Grundwelle. Dass ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Jetzt habe ich hier extra für das Wort Wahrheit, weil das ist ja Johannes 14,6 das griechische Wort hingeschrieben, und das ist Aletheia und Deus. Wieso habe ich das so eingebaut? Übrigens, im Neugriechischen spricht man das Tet, die 9, mit einem TH aus. TH. Das spricht sich Aletheia. Ja, okay. Ja. Das wird normalerweise, und da müssen wir jetzt fast noch mal ganz kurz reinspringen, in das griechische Wörterbuch. Das kommt dazu hier vor Alede, man sagt immer, die vergessen die Wahrheit. Aledea ist ja die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Warte doch mal ganz kurz. Das muss ich extra, weil kann ich nicht runterscrollen. Wir bleiben mal. Das habe ich ja. Ach, Entschuldigung. Nicht aufgepasst. Da muss ich her. Da haben wir jetzt das mal das Wort Aletheia. Das ist das hebräische Wort für die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit, Aletheia und das Leben. Ja, schön. Schön. Jetzt ist natürlich ganz interessant, wenn du jetzt in Etymologiebüchern nachschaust, dann wirst du zuerst einmal feststellen, dass dieses Aletheia, die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit, das als Vorsilbe gelesen wird. Das ist übrigens dieses Wort alleine, wenn wir eingeben, das ist die Vergessenheit. Das heißt nicht vergessen. Nicht vergessen. Das ist Lede, die Göttin Lede. Die Göttin der Vergessenheit, das heißt meine Wahrheit und das, was ich jetzt wahrnehme, ist das, was ich nicht vergessen habe. Alles, was ich nicht wahrnehme, habe ich vergessen. Ja. Die Essen heißt bitte im Geist. Im Geist ist es gegessen. Es ist eins gemacht. Ja. Wenn ich etwas vergesse, ist es weg. Mhm. Wenn ich jetzt aber nicht vergesse, dann existiert es ja. Mhm. Und dann wird es zu einer Wahrheit. So wird es normalerweise erledigt, wird als nicht vergessen, weil meine Wahrheiten, meine Wahrnehmungseinheiten habe ich ja nicht vergessen. Ja. Aber das ist wieder bloß eine von vielen Möglichkeiten. Viel interessanter ist, wenn ich nämlich hier das Wort Allee einzeln mir anschaue. Da fahren wir jetzt einmal hoch. Das heißt nämlich Allee, Großbuchstaben, das Umherschweifen, das Umherirren. Umherschweifende Herde. Erwecktes Wissen. Die Stirne, stur, wild, ungeordnet widerlegt auf Hebräisch. Ja. Die hafenlose Irrfahrt der Menschen. Das ist das ewige Ufer. Passt. Und jetzt machen wir an den Allee, machen wir das Dea dran. Und das heißt Gott. Es ist eine Unterform von Gott. Das heißt der umherfahrende, umherirrende Gott. Okay, gut. Ach, der Weg, ein umherirrender Gott und das Leben selbst. Ja. Das kann ich auch machen. Ja. Was doch, oder? Rein zufällig. Ja. Übrigens, wenn wir das rot machen, dann ist es Gott, all, ist eine Kollektion, ist eine Acht, eine große Kollektion. Ja. Das hebräische Wort für Weg hat den Wert 229. Ich sage jetzt nur Sie, die Exodus 13, 21, und da beschreibe ich den Weg auf ein bisschen andere Art und Weise im Alten Testament. Wir können 56 als Quadrat 7 mal 8 ausdrücken. Jede selektierte 7 wird zu einer neuen 8. So immer Kollektion, Selektion. Denkt dran, wir denken an die Welt, wir denken an ein Land, wir denken an eine Stadt. Ja. Wir denken an der Straße, wir denken an ein Haus, wir denken an ein Zimmer in dem Haus, wir denken an den Kühlschrank, wir machen den Kühlschrank auf, dann denken wir an eine Milchtüte. So fokussierst du dich in diese Struktur hinein. Es ist ein ständiger Wechsel. Sobald du ein Bild hast, bist du in einer unendlichen Kollektion hineingezogen, in eine winzig kleine Ecke.
Der Umfang des Quadrats beträgt übrigens 26 und der Kern ist 5 mal 6 ist 56. Das heißt, wenn du ein Quadrat mit 7 mal 8 hinschreibst, dann hast du genau einen Umfang von 26 und darin befindet sich die 30. So ein Die Multiplikation der beiden Zahlen ergibt 4368. Zufall. Das führt dich dann zu Josiah 5,14. Die Quintessenz, die sich öffnet, besteht aus 76 Zeichen, 22 Wörtern und hat den Wert 4360. Das ist, ich habe jetzt das ein wenig gespreizter geschrieben, rot-blau, und er sprach nein, sondern ich, rot, ich bin der Oberste, gleich der Erste, ich bin der Erste. Den unterstreichen wir. Der Fürstführer des Heeres Jahwes bin ich jetzt gekommen. Das ist dieser Ausdruck, da komme ich extra drauf ein. Ganz, ganz holprig übersetzt, kann man fast nicht übersetzen in normaler Form. Da fiel Joshua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sagte zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Jetzt schauen wir uns das einmal genauer an, diese zwei Stellen, die ich hier markiert habe. Was ich damit meine, das heißt, sondern ich, reden wir jetzt von dem roten Ich, dem Geist, der du bist, oder von dem Menschen, der du zu sein glaubst? Wenn du der Geist bist, bist du der Oberste, dann bist du nämlich ich, weil ich nämlich behaupte, ich bin du. Wenn du der zu sein glaubst, der Mensch, der du bist, der Mensch ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, bist du der Fürst und Anführer, praktisch mehr oder weniger der Schöpfer, intellektuelle Schöpfer der Welt, die du dir ausdenkst. Des Heeres Jahwes bin ich jetzt gekommen. Das ist übrigens Elberfelder Übersetzung. Jetzt schauen wir uns mal hier diesen Schur, diesen Obersten, Gematrie-Explorer, das steht in den Wörterbüchern drin. Wichtig ist, da steht Herrscher, da steht Autoritätsperson, der Fürst, dann heißt es übrigens auch noch Nabel, Nabelschnur, da gehe ich extra darauf ein, absolutes korrektes Hebräisch und Oberster. Ich habe jetzt den Obersten, den wir so setzen, interessant sind die zwei. Wenn du genau hinschaust, steht hier schon mal der Herr ist Herr. Das ist Schor, logisch gerechnet. Und ich könnte auch sagen, der logische Kopf. Der blaue Kopf ist ein logischer Kopf, der Mensch ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Absolut logisch, aber nicht besonders geistreich. Das heißt, dieser Logos-Kopf ist der Herr. Der logisch berechnende Kopf, das ist Schor. Wiederum der rote Auto, das rote Selbst ist Schor, rot, und die Idee, intellektuelle Datsperson, Autor, Idat, ist der Intellekt, der deine Gedankenwellen aufschmeißt, ist eine raumzeitliche Person. Das ist, übrigens hat dieser Wert, Totalwert 500, äußere Wert 500, zusammengezählt ist die 1000, ist die 11. Pyramidenwert ist unsere 800, die wir gerade schon hatten. Bei dem Bachelor, das NP ist die Weisheit Gottes. Das kann man lesen, wenn man will. Der Ausdruck, sondern ich bin oberster Führer, Anfürster des Heeres, er hat den Zahlenwert 710 und das ist das Wort Aigon Pneuma, das griechische Wort für Heiligen Geist in Lukas 12, 12. Da kann man übrigens jetzt ablesen, 1, 2 und aufblühen 1, 2. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das passiert jetzt in diesem Moment. Die Werte der Worte 3 und 7, 3 bis 7, Entschuldigung, in Josua 5,14 mit ihrer Summe 710 weisen auf die versteckte göttliche Botschaft hin, dass absolut gesehen nicht der blaue Anishor, das heißt, ich bin Führer und Anführer, sondern der Ani, ein Roder, ein nicht existierender Roder Anishor, der oberste, wirklichte Hauptmann der Armee Gottes ist. Und das wiederum ist der Heilige Geist. Im Hebräischen heißt es Herrn Zebaoth, Yahweh Zebaoth. Mitgekommen? Das ist ja, wir können das auch nicht so immer wieder auch rot machen. Das heißt, das schöpferische Sein Gottes. Blau gelesen ist die schöpferische Existenz eines Intellekts. Ist logische Berechnung, der logische Kopf. Und das schöpferische Sein Gottes ist der Logoskopf, der rote Kopf, der ist aber nicht existierend. Darum ist es auch der HUB, ist der eigentliche Mann der Armee Gottes. Yahweh Zebaoth wird das immer.
Der Herr, da steht ja normal, immer die Luther-Übersetzung, Herr steht Jahwe Zebaoth. Dieser wirklich D, E-Quadrat, aus dem alles entspringt, der alle Formen annimmt. Und immer daran denken, ich sage, ich bin du. Der sich alles ausdenkt. Bloß ich arbeite mit dem ganzen Bücherregal gleichzeitig und du bloß mit dem momentanen Intellekt, mit dem Buch, in dem du drin steckst. Ja. Der wirklich, der Heilige Geist ist die absolute Quelle von allen auseinandergeschmissenen Existenzen in der Geistesfunk auftauchenden Zeichen. Jetzt DA, die erscheinende Schöpfung des hebräischen Wort 401 heißt Wachraum. Ist eine aufgespannte Kollektion. Das ist ein momentaner Schwamminhalt. Und die ganzen Enden davon, Sinusöffnungen sind Zeichen. Wobei, das hätten wir jetzt wieder, wo ist ja auch AI im Hebräischen? Das heißt im Nichts. Ja. Im Nichts. Wobei, weil das schreibt sich, wo das hebräische Wort AI heißt auch wo und das heißt nichts. Schau, wenn du das jetzt anschaust, heißt es wo das Ei im Ei. Ja, genau. Das ist, was ich sage, wenn man das genauer anschaut, wenn man das hebräisiert, steckt da 400 Zeichen Wort drin. Ja, ja. Buch drin. Jeder Ja gelesen, JH gelesen ist Gott mit seinen geöffneten Berechnungen. Merkt ihr, wenn ich habe so viel im Kopf, was schreibe ich hin? Ja. Wenn du ich bist, hast du das auch alles im Kopf. Alles. Ja, die ganze Welt, das ganze Universum, das in eins gekehrte Ganze hast du in dir drin. Ja. Momentan verwirklichst du natürlich bloß die Bilder mit deinem Intellekt, der gar nicht dein Intellekt ist, sondern der deiner Lehre und Erziehung und dann doch wieder deiner ist. Das heißt, nur eins von unendlich vielen Jahwe des Ulos Zeichen ist. Da habe ich gerade gezeigt hier oben. Ja. Im Originaltext ist es klar, wer erster Anführer und Hauptmann ist. Der Ausdruck bin ich jetzt gekommen im Original, steht nämlich das drin. Ah, ja, ja, ja. Ebebadi, ich lese jetzt einfach mal die Buchstaben, wie sie sind. Das ist der Zahlenwert 888. Ja, ja, nicht Jesus. Das ist wieder das griechische Zahlenwert für Jesus. Genau. Bin ich jetzt gekommen, ist sehr unvollkommen übersetzt. Wir schauen uns mal das grammatikalisch genauer an. Diese drei Zeichen, 70, 405. 70, 400 alleine gelesen ist das hebräische Wort et, ausgesprochen heißt Zeit. Das heißt eigentlich eine augenblicklich erscheinende Wahrnehmung. Ja. Ich müsste jetzt hier eigentlich das zweimal hinschreiben. Das machen wir so, dann sieht es noch schöner aus. Warte doch mal, bessern wir doch gleich aus. Übersichtlicher. Ah, ja. So. Das bedeutet jetzt, jetzt. Ja. Okay. Und als et he gelesen heißt es ihre Zeit. Das ist die Zeit und das hier am Ende als gelesen ist die der Frauen. Ja. Frau wiederum, Frau U, wissen wir ja, das Fragebogen. Er hat seinen Fragebogen, Fichtenstallvortrag anhören. Das Bar als Vorsilbe heißt einfach nur kommen, hineingehen. Und noch viele Sachen, wenn man es eingibt, aber das ist so die Hauptübersetzung. Bar Di bedeutet, ich bin gekommen, hineingegangen in eine Traumwelt. Weil nämlich dieses TI ist ein eigenartiges Suffix, das ist immer, da kannst du x-beliebige hebräische Grundkonsonanten Radix hinstellen. Dieses Suffix steht für ich bin, das nachfolgende hebräische Wort, beziehungsweise vorherstehende hebräische Wort, oder ich habe. Das heißt dann, bedeutet ich bin gekommen, hineingegangen und dort zu einem Ich, ich geworden. Ich bin in die Traumwelt hineingegangen und dann bin ich, träumender Geist, zu einem Menschen, zu einem Körper geworden. Dieses ich bin jetzt gekommen, das kann immer nur jetzt passieren. Jeden Moment, wenn du dich denkst, passiert es. Ja. Könnt ihr folgen? Ja, ja. Es ist extrem gezippt. Ja, es ist extrem. Ja. Es wird absolut präzise beschrieben, wie Traumwelt entsteht. Ja. Wir können das natürlich anders einteilen. Dann heißt es, Ad heißt ja nicht nur, ist ja nicht nur das weibliche Du,
Da verweise ich auf die Hulu-Grammatik des Jahres, dass zu sagen, du ist die erste Person, ich, Entschuldigung, ich ist erste Person, ist ein Blödsinn. Das rote Ich ist keine Person, Person heißt Maske. Das heißt, wenn du an dich denkst, denkst du an ein Gegenüber. Du denkst ja dich aus. Zumindest sehe ich das jetzt ein, um dich herum. Aber dieses Gegenüber oder dieses um dich herum, das ist ein Du, Dual. Du spannst jetzt zwei auf, die Öffnung von was aufgespannt. Genau. Darum ist ja dieses Art, wir müssen da fast mal schnell in die Materie Explorer nochmal reingehen, dieses weibliche Du, die Schöpfung einer Erscheinung ist übrigens das Kult, das, wenn wir da ein Waff dazwischen machen, kriegen wir unser Out, und das ist das hebräische für Zeichen, Buchstabe, Zeichen. Okay? Wenn wir jetzt aufspannen, das ist erst einmal hier ein schneidendes Ackergerät. Man nennt es auch im Kleinen einen Spaten. Schau mal, das beginnt mit SB. SB, raumzeitliches Wissen, ist das hebräische Wort für eine Schwelle. Shinwelle ist eine logische Schwelle. Das ist Ad, das bist du. Das zu existieren anfängt. Das heißt, dieses raumzeitliche Wissen ist die Schöpfung einer Erscheinung. Die Schöpfung einer Erscheinung beginnt mit dem Du. Dual, Platsch. Das beginnt dann zu existieren. Das heißt, Ack ist Egger. Gar ist mehr Reisende. Das Gehirnberechnungen ist wieder das Ad. Das bist auch du. Du bist ein Teil deiner Gehirnberechnungen. GR, der Reisende, der in der Fremde übernachtet. Wenn man jetzt Holofeeling hinter hat, ich weiß, die Felix können mir jetzt voll folgen und noch einige Brösel, die sich länger mit Holofeeling beschäftigen. Das Ganze nennen wir dann auch ein Wunder. Das sind Wunderzeichen. In dem Wunder steckt, hast du mal halt, darf ich nicht draufdrücken, in dem Wunder steckt, hast du mal Unde mit drin, Unde, woher auch immer, doppelt aufgespannt erweckt. Gut? Ja. Das ist ein weibliches Wesen. Das hast du ein ausgedachtes Du, darum ist es das weibliche Du. Dann wird es in der Regel nicht übersetzt. Das kommt schon zweimal hier vor im ersten Vers. Da wird es immer als Zeichen des Wehenfalls, wird es nicht übersetzt. Kommen wir dann gleich dazu. Du Spaten, schau, da steht jetzt raumzeitliches Wissen von deinem weiblichen Du. Die Schwelle der Zeit, SB. Genau. Aber wollen wir uns nicht so arg in Details verlieren. Wir machen das weiter. Und wenn wir das ja so schreiben, heißt es, befinden sich mein polares Du-Wunder, das doppelt aufgespannte Dual. Deines weiblichen Du, die Schöpfung einer Erscheinung. Wenn du an dich denkst, ist dieser Gedanke der Mensch weiblich. Egal, ob du jetzt glaubst, du bist der Männchen oder Weibchen. Beides ist vom Geist aus gesehen weiblich. Das ist, wenn ich immer sage, der Heilige Geist denkt, Gott Vater, Heiliger Geist, Gott Vater, Gott Sohn. Schau das kleine Bild unten an, dann sieht es definitiv so aus, dass der Gott Vater was Ausgedachtes ist und der Gott Sohn ab Ben ist auch was Ausgedachtes. Und darum heißt es, befindet sich in meinem weiblichen Du. Das polare Du-Wunder. Das heißt, in dem blauen Kopf. Natürlich, der wiederum ist im roten Kopf. Du musst wie Zwiebelschalen denken. Alle von dir ausgedachten menschlichen Köpfe, egal was du dir in die Köpfe reindenkst, in dem Moment, wo du dir in einen Kopf was reindenkst, befinden sich all diese roten Köpfe und das, was ich da drin habe, in deinem roten Kopf, weil der das absolute Zentrum ist. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Die Frage, die du Geistesfunk dir jetzt selbst stellen solltest, diese Fragen sind, sagst du mal, geistige Ehe, ich bewusst, oder generiert geöffnete Berechnung unbewusst in die Traumwelt hinein. Also ich als Brüssel-Udo gehe in meine Traumwelt immer nur bewusst hinein. Ich weiß jeden Moment, dass ich, egal wo ich mich als Udo hindenke, dass das immer in mir ist, dass mich das bloß einhält. Von wo, habe ich gerade schon gesagt, wo heißt auch nichts, nach wo diese existierende Schöpfung, das Hebräische, diese existierende Schöpfung heißt noch nicht reif, noch nicht reif, noch unreif, noch nicht gar gekocht, ist eine Kollektion deines persönlichen Ich. Doppelt aufgespannt, schwingend will ich gehen. Von wo nach wo will ich eigentlich gehen? Vom heiligen Innen nach außen, da habe ich jetzt das Außen so komisch geschrieben, dass man das scharf essen, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität ist, eine wahrgenommene Existenz.
Das heißt übrigens HN, wenn du nachschlägst, depressiert, heißt siehe da, schau es dir an. Ja. Und das ist die Beschwerungskunst. Oder von dort, geöffneten Ort, wieder nach innen. Entschädigung gelesen heißt in das absolut ruhende Innen, wo sich nichts bewegt. Und dann doch wieder, dieses Nichts bewegt sich nämlich immer mit Lichtgeschwindigkeit, aber was sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt sich nicht mehr von A nach B. Ja. Ja. Es ist der ständige Wechsel von Bildern in Lichtgeschwindigkeit. Weil die immer jedes Bild, das in dir auftaucht, die B-Illet-R im Kind erweckt, tauchen hier und jetzt in dir auf und befinden sich hier und existieren jetzt. Ja. Und jetzt schreibe ich hier weder noch. Das ist doch schon wieder Kategorie 2-Frage. Eben. Stimmt. Genau. Kategorie 2-Frage. Gehe ich von innen nach außen oder von dort nach innen? Ja. Von dem Geöffneten auch wieder nach innen in das heilige Ganze. Weder noch. Doppelt aufgespannte, geöffnete Berechnung und die Ruhe. Genau. Das ist schon wieder Polarität. Schön. Schön. Wieder. Ich muss heimkommen. Heim, El Heim. Ja. Zusammengeschmissen, Co, lateinisch, ist plus M minus M, ist unser E-Quadratsein. Bedeutet wieder im eigenen absoluten Mittelpunkt ein Sub-Ankommen. Ja. Das ist vor Keder, vor der Reihe, vor der Spiegelwahrnehmung. Ja. Heim, ein Sub, ein Sub-Ort. Ja. Und dann kommt Keder. Der Mann eigentlich, das nicht existierende geistliche Sein, ist ein immer seiendes Licht. Rot gelesen. Immer selbst ist. Kannst jetzt nur diese Buchstaben, wenn wir das jetzt eingeben, was du, wir können das einmal ganz eingehen, was du mal auf, für den, der es nicht verstanden haben sollte, wenn ich immer sage, das Rot-Blau lesen. Es gibt es jetzt zwar nicht, I, I, G, N, D, das Licht erschwamm wir uns. Können wir auch weitermachen, sonst wird es zu lang. Der Schöpfer, der geistige Schöpfer, ist göttlicher Geist. Geistsein, der Schöpfergott ist Geistsein und es ist immer absolut Daseinende. Eigen Licht, es ist immer Daseinende Licht. Mhm. Ja. Ja, einfach. Ja. Der Schöpfergott ist geistiges Sein und es ist das immer Seiende Licht. Ich sage, rot-blau lesen reicht eigentlich. Immer selbst ist und man selbst als bewusster Geistesfunken, ich UBS, das bist du, wenn du mich jetzt sprechen hörst, aber du bist noch ein unbewusster Geistesfunken, niemals verlassen hat, weil das Nicht-Denkbare, das du bist, kann sich nicht selbst verlassen. Es kann auch nicht vernichtet werden, nichts kann man nicht zerstören. Wenn du das zu verstehen anfängst, hast du von nichts und niemandem mehr Angst, schon gar nicht, dass sich irgendwas in dir auflöst. Der Verserscher vom 14 hat den Zahlenwert 56 mal 78, nämlich 4368. Wir sind immer noch bei 5, 6, 7, 8. Ja. Und die Summe der ersten 56 zusammengesetzten Zahlen von den 1 bis N 56. Jetzt wohlgemerkt, ich zähle hier die Summe der Platzhalter zusammen. Ja. Die Summe der ersten 56 zusammengesetzten Zahlen von N 1 bis N 56. Diese Werte, nicht die zusammengesetzten Zahlen, ist 1586. Das heißt, die Zusammensetzung von 4 bis 78 ergibt 2000 den Zahlenwert von Jesus Christus. Muss ich da dahinter machen? Moment einmal, es ist wirr. So passt es. Ah ja. Gut, jetzt passt es. Ja, ja. Genau. Passt. Passt. Das habe ich hier hingeschrieben. Schaut, da sieht man es jetzt schön. Die habe ich jetzt seit 57, habe ich jetzt weglassen. Das können wir doch davor setzen. Mal schauen, ob ich das... Ja, das sieht man ja. Die 57, das ist das hier. Und das ist in Matthäus 1, des Jesus Christus. Die Summe der ersten 56 Zahlen und des Dreiecks, das die 56 erklärt, in dem muss man die Kammer-Dreiecke aufbauen, ist 1596. Dies ist der Zahlenwert des Wortes. In Römer 8,16, der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Symmartyrei. Das dazugehörige Verb
Symmartyreo. Mhm. Strongnummer erkläre ich jetzt nicht, was das ist, hat den Zahlenwert 2386 und bedeutet, ein Zeugnis zu geben und gemeinsam ein Zeugnis ablegen. Der Martyrer. Mhm. Okay. Es ist Jesus Christus 2368, der mit dem Heiligen Geist von ich UB 86 Alim ein Selbstzeugnis ablegt. Das mache ich doch die ganze Zeit. Ja. Und immer dran denken, alles dreht sich in diesen Schriften nicht um einen ausgedachten Udo Petscher oder um einen ausgedachten Gott, sondern um den herum, der sich das ausdenkt. Ja. Der Mittelpunkt deiner Traumwelt bist du, nicht irgendein Gedanke von dir, nicht einmal ein ausgedachter Gott. Ja. Ja. Hier muss man das Rot-Blau-Lesen verstanden haben. Ja. Wie oft soll ich denn noch sagen, ich bin doch nicht als Brüssel UP in dir aufgetaucht, Udo Petsche in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, wie genial Gott ist oder der Udo Petsche ist. Das sind ausgedachte Dinge. Wie genial muss der Geist sein, der sich sowas ausdenken kann? Ja. Und wenn du träumst, egal was irgendein Mensch in deinem Traum sagt oder du, das ist, weil du das träumst, ohne dich wird es das gar nicht. Geh ist eben, Geist ist eben. Es ist die Nulllinie. Du musst zum Denken anfangen. DN, eine geurteilte Existenz, ist das F-Fundament. Sich etwas, du musst dir was über dich drüberlegen. Du bist im Meer. Und du musst dir was über dich drüberlegen. Das sind deine Gedankenwellen. Darum heißt dieses Mentor immer tausendfach erzählt, heißt auch Lügen verbreiten. Weil du deine jetzt gedachten Gedanken, die du dir überlegst, um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Wenn du das unbewusst machst, hast du eine Arschlochkarte. Wenn du es bewusst machst, bist du der Gott für die Welt. Und du kriegst Möglichkeiten von mir, die du dir jetzt in deinen kühnsten Träumen noch nicht ausmalen kannst. Weil die kühnsten Träume, die kriegst du erst dann, wenn du ein vollkommen neues, viel erweitertes Denkprogramm hast. Das ist Holofeeling. Das muss aber zuerst installiert werden, dass du damit arbeiten kannst. Ja. Der Geist Gottes, Ruach Elohim, hat den Wert 86 und 214. Zusammengezählt gibt es 300, das ist der rote Logos. Mit dem Endzeichenwert 40 ja. gelesen, 600 gelesen, 646, das ist die rote 4, die zwei Hälften aufspannt, plus 214 ist es die 86 auf der 100er Ebene. Ja, ja. 10 mal 86, das ist der Gott von IHU, der Gott IHUB. 646 heißt Udo. Okay. Ja, ja. Der Unterschied zwischen der symbolischen Zahl 2368 und 1596 beträgt 772. Und das ist nach Adam Ries, der große Rechenmeister. Ich erzähle dir jetzt etwas. Das ist keine historische Person. Das bin ich. Es gibt keinen Menschen, den du dir ausdenken könntest mit deinem intellektuellen Wissen, dessen Rolle ich nicht gespielt hätte. Weil jeder von dir ausgedachte Mensch ist ein Mensch, Blau ist ein Konstruktwerte- und Interpretationsprogramm und Konstruktwerte-Interpretationsprogramme kann ich auch sagen, sind Bücher, die ich schon alle gelesen habe und erschaffen habe. Ist zweimal 386 und das ist zweimal Jesus, das ist ich. Ich sag doch, ich bin du. Ich bin der Bücherregal und du bist der, der jetzt das Buch in der Hand hält und das Leben erlebt, dass das blaue Ich, der Name dieses Buches dir vorschreibt. Ich bin du, ich, du rotes Ich. Mhm. 772 ist auch der Zahlenwert des Satzes, das Wissen von Gut und Böse. Das Wissen, die Erkenntnis von Gut und Böse. Schreiben wir so rum. Wollen wir gleich ein wenig korrigieren. Das ist zwar jetzt in der Reihenfolge und Böse. Okay, schauen wir mal an, das ist in Genesis 2. Ich kann jetzt da keinen Pfeil machen. Das sind die zwei, ich, die sich spiegeln. Plus und Minus. Und dieses Wissen, die Weisheit rot geschrieben. Dort, die 11. Sephira. 11 ist Ei. Das heißt nichts. Ist gut und böse, da steht Dov wie Ra. Symbolischer Wert blau gelesen, gespiegelt, aufgespannte Polarität. Ist eine aufgespannte, berechnete Augenblick. Ja. Wenn ich immer sage, rot-blau riechen leicht eigentlich. Ja. Das Wissen ist die Quintessenz, ist geschlossene Quelle des Immerseins. Ich mache jetzt nur diese rote Sache.
Ja. Kann es natürlich Wissen auch blau machen, dann wird es die wahrgenommene Öffnung ist eine augenblickliche Erscheinung. Ja, Aber Zeit. ist das nicht die beste Beschreibung vom Wissen schlechthin? Du musst jetzt das nicht wissen, wenn du die Rot-Lauter-Bälle, diese lächerlichen 22 Zeichen drin hast, kannst du eigentlich schon ohne zu wissen, was das im Hebräischen hast, wird eigentlich hier mit Rot-Blau lesen schon beschrieben, was es ist. Ja. Ja. Gilt dann übrigens auch hier, wenn wir das machen. Blaues G ist Gehirn, erzeugt aufgespannte Erscheinungen. Das Hebräische Wort gespiegelt aufgespannte Polaritäten. Polaris Ö, Schwinge mit zwei Pünktchen drüber, sind raumzeitliche. E kann man He machen oder Erscheinungen lesen dafür, ein bisschen Fantasiekriegen. Eine andere Art und Weise, wie die Zahlen 5, 6, 7 und 8 im Originaltext, können wir jetzt das alles wieder lesen, ersparen wir uns. Schau, zwei Spiegelungen, die auseinandergerissen werden, X auseinander, herausgehen, verarbeitet werden, zeigt sich mit dem Zeichen Aleph. Das Aleph repräsentiert Gott im Originaltext. Dies wird in Genesis 1 eindeutig gemacht, wo die Summe der Buchstabenstellen der ersten sechs Aleph genau den Wert, pass auf, das Aleph in dieser Reihe ist an der 3., 9., 10., 15., 23. und 26. Stelle. Die Buchstabenstellen, wo das Aleph sich befindet, gibt wieder den Wert 86. Das ist UP 86 Elim. Da kannst du es nachsehen. Das fünfte und sechste Aleph befindet sich in Ja. Genesis 1, plus minus 1. Und das siebte und achte befindet sich in Genesis 1, 2. Okay, schau. Ja. Erstes, Ja. zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes Aleph, die zusammengezählt gibt UB. Erstes Aleph, da entsteht der Mensch, der Adam. Ab Ja. zwei beginnt dann immer der Jahwe, dann heißt es plötzlich Jahwe Elohim. Jahwe ist nur ein anderes Wort für Adam. Das befindet sich dann hier, das Aleph. An der 31. Stelle, im 30. zweiten Vers, das sind die Werte erster Buchstabe im zweiten Vers, zweiter Buchstabe, dritter Buchstabe, an der 31. Stelle des Aleph und an der 34. Stelle jetzt, an der 62. Stelle, 34. Buchstabe von Anfang gezählt. Jetzt schauen wir uns das einmal genauer an, was da passiert. Beachte, das fünfte, sechste und siebte, achte ist auf zwei Verse verteilt und befindet sich auf den Buchstabenstellen 23, 26, 31 und 62. Die Summe dieser Buchstabenstellen ist 142. Das hat man mal im Hinterkopf. 23, 26, 142 ist die Hälfte von 2,84 und das ist der Zahlenwert von Gott. Wir haben wieder, das teilt sich in zwei Hälften. Okay? Ja, Gott. Die Zahl 142 ist der größte Teiler von 2,84. Das ist ein Hinweis darauf, dass Deus Gott in zwei Teile, nicht ich zerbricht, geteilt wird. Das ist wir. Ich sage immer wir Geistesfunken. Das ist immer ein Ich und meine vielen Ichs, je nachdem, ist immer dasselbe Ich. Ich vom Bücherregal werde zu einem roten Ich, in dem Moment, wo ich in der Buch mich hineindenke. Nun teilen wir die Verse. Die Werte der Buchstabenplätze 7 und 8 sind 3, 34 und 37. Okay? Das gleiche machen wir mit den Werten der Buchstabenplätze 5 und 6 in Genesis 1,1. Die Werte der Buchstabenplätze 5 sind 23 und 26. Es gibt 49. Die Summe dieser Werte gibt wieder 86. Das ein Netzwerk. 5, 6, 7, 8 Buchstabenplätze in Genesis 1 sind 23, 26 Buchstaben in Genesis 2 sind 3 und 34. Oh. 3, 34. 3, 34 Buchstabenplätze. Okay. 23, 26. Habe ich jetzt sein, jetzt habe ich bin ich durcheinander. Zähl mal das zusammen, ich kann da mal rechnen. 20, 40, 70, 9, 6, 4, 7, 13, 6, 4, 6, ja. Stimmt. Ja, 4, 7, 6, 6.
Ach, 34, passt. Ja. Bin ganz Mama, weil ja, würde mit lauter Reden hier, da blickt mir ja Sind. immer durch, oder? Schau, und da steht jetzt Passt. komischerweise diese Aleph. Passt. Dem Yahweh Elayon. Ja. Auch auf diese Weise die 26 und die 86 Yahweh und UB durch das 5, 6, 7, 8 im Ja, Zahlenuniversum der Heiligen Schrift von UB ist verbunden. super, super, Wir super. haben gesehen, dass die Ziffern von 78 die Faktoren 56 und 7 mal 8 56 erhalten. In diesen Informationen befindet sich auch die Buchstabenpositionen des 7. und 8. Aleph. Vom absoluten Beginn der Tora, das heißt vom Bereshit aus gezählt, sind das 7. und 8. Aleph an den Buchstabenstellen 31 und 62. Zusammengezählt gibt es 93. Vom Beginn des zweiten Verses sind es jedoch die Buchstabenstellen 3 und 34. Das Ja. gibt zusammengezählt 37. 56 ist somit auch der Unterschied zwischen den 7. und 8. Aleph. Das heißt, 56 ist der Unterschied zwischen dem 7. und 8. Aleph. Kannst du nachzählen? Toll. Ist schon irgendwie So, verrückt, dass das so zufällig alles so schön zusammenpasst. das ist toll. So, und jetzt kommen wir, da waren wir gerade schon. Jetzt lassen wir, glaube ich, gut sein. Für den Toll. ersten Moment. Wahnsinn. Es sind Hängt alles Wunder über zusammen. Wunder, oder? Ah, es ist Also, unglaublich. Das das ist noch gar nichts. Das ist die oberste Oberfläche. Das Oh. ist nur, dass du ein Gefühl kriegst, dass es in deiner Welt keine Zufälle gibt. Ja. Das heißt, dass alles, was dir widerfährt, im Positiven und Negativen, hast du im Hier und Jetzt, wenn du chronologisch denkst, in der Zukunft deinen Grundstein gelegt. Jetzt könnte ich zum Peter sagen, wir springen mal nochmal 13 Jahre oder was zurück nach Mauritius. Ja. Oh. Deine erste Operation. Ich habe nicht gesagt, mach's nicht. Ich habe dich bloß gefragt, warum willst du unbedingt wieder laufen können? Ich lasse dich gleich fliegen, wenn du willst. Ja. Wir sind wieder bei dem Thema, die Logik ist übermächtig. Das ist es ja. Es ist doch gemeingefährlich, wenn einer empfiehlt, geh nicht zum Arzt. Was passiert? Kannst du, lies einfach die Hammergeschichte. Das sind dann alles Verbrecher. Wer die Verbrecher sind, kann man es jetzt ausdiskutieren. Ich sage, jeder hat hundertprozentig recht. Hammer hat hundertprozentig recht und die Schulmedizin hat auch hundertprozentig recht, aber nur ein bisschen. Das ist wie wenn einer behauptet, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links. Was beide nicht verstanden haben, sie versuchen, sterbliche Säugetiere bei eigener Definition möglichst lange am Leben zu halten. Ein sterbliches Säugetier, wir nennen das einmal Mensch. Was ist das jetzt? Mensch ist jetzt ein Gedanke, den du denkst. Das heißt, ganz einfach gesehen, jeder Geist, der meint, er könne einen Gedanken von sich am Leben erhalten, dem ist nicht bewusst, dass der Gedanke schon vernichtet wird, wenn er einen Gedanken denkt. Und er wiederholt jetzt. Das führt uns zu dem hebräischen Wort Shin und He. Shin und He heißt nämlich schlafen und wiederholen. Ja, Und lernen. Durch lernen. diese Wiederholung lernst du. Jetzt sind wir wieder bei unserem Klavierspieler, bei unserem Violinspieler. Du musst wiederholen und wiederholen, auch im Holofeeling. Vor allem hast du mal die einfachen Sätze wiederholen. Was nützt dir dieses Ganze, wenn du aufhörst wie ein Weltmeister und dich in die Zahlenstruktur setzt, aber in deinem ganzen normalen Alltagsdenken die einfachsten Sätze ständig entheiligst, indem du das erste und das zweite Gebot brichst? Ich verweise mal wieder an einen ausgedachten Bernie und eine Frau Dr. Bischof. Die hatten die ersten drei Bände der Offenbarungen, die ersten drei Urbände, Schwarz-Weiß-Schriften und die haben aufgefächert wie ein Weltmeister. Erinnert ihr euch jetzt zurück in eurem Buch in Deisendorf, wo ihr in dem Vortrag von mir gesessen sind und die haben sich in den Vortrag hingesetzt und eine Zigarette geraucht und dann haben Leute gesagt, und die sollen heilig sein, weil die gemeint haben, die haben schon alles verstanden. Ja, das stimmt. Abgerechnet wird immer am Schluss, sagt der Udo. Ja, Ab. stimmt. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist eine Abrechnung, eine heilige Abrechnung. Der Vater Rechnung. rechnet. Abgerechnet wird immer am Schluss, am absoluten Einzug. Und da ist alles, fällt alles in die Null zusammen, wo alles, das Unendliche und die Null, ist im Prinzip dasselbe. Das ist übrigens, ich mache mal ein kleines Beispiel. Das Zählen, wenn wir mit die 5, 6, 7, 8, wir bleiben mal bei unseren 3. Wir sagen 5, ich habe das letzte Mal angesprochen, wir haben 5 Finger und 5 Finger. Wir machen jetzt den Fehler, wenn wir durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ein großer, großer Fehler, weil die 10 hat zwei Stellen. Das ist 5 und 5. Wir können sagen, HWH ist 10. 10 ist die Synthese von 5 und 5. Das ist das hebräische Wort für HWH. Ja. Und die 10, die 1, ist eigentlich nichts.
Wir Computermenschen nennen das ein Bi, in mir ist eine Erscheinung. Ich könnte jetzt das ganz rot machen, dann heißt es, in mir ist das Immerseiende. Ja. Das wurde taff. Ja. Ich kann das aber griechisch, GR, Gehirnberechnung ist Isch, ist Gestaltwährung. Ich kann das griechisch machen, dann heißt es zwei Erscheinungen, 5 und 5. Ja. Jetzt zählen wir das einmal nochmal anders durch. 1, 2, 3, 4, 5, die Zahlen von 1 bis 9, wir bleiben auf der 1 einer Ebene. Dieser erste Komplex ergibt den Zahlenwert 45. Ja, Adam. Mhm. 45 ist der Wert von Adam. Mhm. Das ist der erste Mal, der vor einer Schöpfung steht. Und jetzt fassen wir das zusammen in 1, 2, 3, 4. Das ist die 1-4er-Struktur. Mhm. 1 bis 4 gibt 10, das ist der kleine Gott. Das ist der Adam. Jetzt kommt unsere 5, 6, 7, 8. Das ergibt jetzt den Jahwe. Ja. Das heißt, hier der kleine Gott ist Jahwe. Ja. Und das Ganze spielt sich jetzt in der Neo, in der 9. Diese 9, dieses Neo ist diese neue Existenz, die du betriffst, wenn du als kleiner Gott Jahwe bist. Wir haben schon wieder unser 5, 6, 7, 8 ist doch hier die 26. Super. Super, genial. Göttlich. Das heißt, 1-0 ist ein Bit. Das 10 ist ein Bit in einem unendlichen Zahnuniversum. Ja, ja. Ich sortiere übrigens nur, ich sortiere, darum wiederhole ich immer wieder, dein ganzes Wissen, das du in dir trägst, deine ganzen Erfahrungen. Jetzt können wir wieder, wir bleiben bei dem Beta-Beispiel. Hättest du jetzt auf mich gehört, hättest du dir sehr, sehr viel erspart. Aber du hättest dich trotzdem damit entheiligt, weil das ja auch sobald du irgend prinzipiell was denken kannst, was du nicht haben willst, entheiligst du dich, weil dieses göttliche Zahlenuniversum ermöglicht dir, unendlich viele Gedankenwellen aufzuwerfen. Mhm. Extremen, noch viel, viel komplexeren Formen, wie das dein momentanes Programm ermöglicht. Und ich betone immer wieder, dein jetziges Programm, die Traumwelt, die du auch sinnlich, als sinnlich wahrgenommene Informationen erleben kannst, wenn du jetzt nur in deiner ausgedachten, deiner ausgedachten Erdkugel, die natürlich immer nur auch schon wieder eine Vorstellung ist, Erde ist erwecktes Wissen. Diese riesen Flora und Fauna, die du dir zugänglich machen kannst. Dann diese Geschichten. Wenn ich jetzt in meiner Stadt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir nehmen Überlingen in eurem Beispiel. Überlingen ist ein Ordner. Bis jetzt spreche ich immer die Bilder an. Da sind unendlich viele Bilder drin. Da kann man zuerst einmal äußerlich gesehen, kann man uns Straßenzüge denken, wo wir natürlich wieder nur einen Blickwinkel haben. Da kann man uns ein Haus denken. Wenn du ein Haus siehst, siehst du ja nicht das Haus. Das Haus ist eine Tasse. Du siehst es von vorne, von hinten, mit einer Drohne vielleicht von oben. Jetzt kannst du dich in das Haus reindenken, in ein Zimmer reindenken. Du bist immer das Zentrum, egal wo du dich hindenkst. Diese unendlich vielen Bücher, egal welche Schublade du jetzt in dem ausgedachten Überlingen in irgendeiner Wohnung herausziehst und schaust in die Schublade rein, ist in den Ordner Überlingen drin. Mhm. Aber das ist es ja bei Weitem noch nicht, weil Überlingen hat ja auch eine ausgedachte Geschichte. Ja. Da hat es ja Oberbürgermeister gegeben. Ja. Da hat es ja hier nochmal das Überlingen vor 100 Jahren, hat ja ganz anders ausgeschaut wie das jetzige Überlingen. Die ganzen Bilder sind ja auch drin, weil ja die ganze Zeit alles in einem Punkt zusammengeschoben wird. Es raubt dich in Atem im ersten Moment, ATM, Atom, das Unteilbare, dass du selbst bist, wenn dir bewusst wird, wie viele Bilder du jetzt eigentlich schon generieren kannst. Ja. Jetzt, wir sind ja immer noch bei den Bildern. Ja. Aber da sind doch auch Geschichten drin. Die ganzen Oberbürgermeister von Überlingen, die haben ja eigene Lebensgeschichten. Die sind ja auch in dem Ordner Überlingen mit drin. Ja. Ja. Jetzt vielleicht, wenn du ansatzweise, alles, was ich dir mitteile, ist es arrogant, wenn ich behaupte, das Wissen, das intellektuelle Wissen deiner religiösen und naturwissenschaftlich verbildeten Menschen ist für mich dieses ganze Wissen eine Schimmelpilzkolonie. Ja. Ja, wirklich. Ja. Und jetzt kommt der absolute Hammerschlag, was ich dir versuche zu erklären, dass du ich bist. Ja. Das bist du jetzt schon. Du bist bloß so versumpft, in einer unendlich großen Bibliothek mit unendlich vielen Bücherregalen in einem allereinzigen Buch. Auf irgendeiner Seite, wo zurzeit in einem Kapitel ein bisschen irgendwas ist und es wühlt dich dermaßen auf, dass du das besitzen willst oder nicht besitzen oder loshaben willst oder nicht loslassen willst, weil du das ewig haben willst, weil du meinst, das wäre schon der göttlichen Weisheit letzter Schluss. Ja, ich verstehe. Die Seele.
ein Segen, ein göttlicher Segen. Und das da damit umgehen und dabei hast du mal ganz normal deine Rolle als unscheinbarer Rüssel weiter spielen. Das sind so die vielen Gedanken, wo ich sage, wenn ich hier bin, ich mache keine Wunder, außer bei ganz, ganz wenigen Menschen. Ich bin sowas von normal, betone ich als Udo in deiner Traumwelt. Ich vermeide das. Ich vermeide, dass sich Menschen an mir dranhängen. Ja. Wenn wir spazieren gehen in unserer Schöpfung, ist was keiner, wer ich bin. Ja. Das ist so die mit mir, der Holger hat da so seine Erfahrungen schon mal gehabt. Michael Kuppelmeier, Ja. wo wir durch den Wald spazieren gehen, wo ich oft erzählt habe. Ja. Das sind all diese Ja. Kleinigkeiten. Das mache ich aber nur, wenn die schon sehr weit fortgeschritten sind in der geistigen Entwicklung. Und ich betone dann immer wieder, was jetzt der Udo angeblich für ein Wunder vollbracht hat, hast du gemacht, weil du träumst es doch. Es hat doch nichts mit Ja. richtig gutem Traum zu tun. Ja. Das muss ich in dir installieren. Bist du schon Und immer so oft? tatsächlich, das unterstreiche ich jetzt, die Gefahr, auch hier zwei Seiten. Wenn dieses Wissen jetzt in dir wie ein Virus aufkeimt im negativen Sinn, der Virus ist ja immer wieder das Gift, das Geschenk, du bläst das Ego damit auf. Du Ja, hast abgestraft vom Leben ohne oh Ende. ja, glaube ich. Du bist nicht dazu da, von Menschen geliebt zu werden, sondern alles und jeden absolut bedingungslos zu lieben, so wie ich das mit euch mache. Mit euch Geistesfunken. Zwangsläufig natürlich auch mit euren Verkörperungen. Und wenn du noch zu denen gehören willst, wo wirklich Hopfen und Malz verloren ist, darfst du halt, du wirst leiden bis in alle Ewigkeit. Geist bist du, das ist hundertprozentig sicher gegeben, gegeben, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Also ich versichere dir, du wirst ewig was erleben. Ewig. Die Frage immer, wiederholst du dieselbe Scheiße, weil du nicht loslässt, oder willst du irgendwann einmal aus diesem Klassenzimmer, aus dieser Führerscheinschule, aus dieser Fahrschule herausgehen? Und wenn du das Leben lebst, lebe es ganz normal. Darum spreche ich jetzt ganz kurz nochmal an die Masken zur Zeit. Gesichtsmasken sind doch Personen. Wir kriegen jetzt plötzlich eine vierte Maske. Denk einmal Maskenball. Du hast eine Persona, heißt ja Maske. Kannst Ja. dich an einer Maske Ja. unterhalten am Fasching? Nein, du unterhältst dich mit dem Menschen. Der Mensch ist aber doch nur ein Programm, und du unterhältst dich mit dem Programm, mit dem Geist. Jetzt haben wir nochmal eine Maske davor. Eine Maske, die eine Maske aufsetzt, hinter der ein Programm steht, das letztendlich von einem Geist erlebt wird. Das sind die Filter, das nenne ich Filter. Und um das nochmal klar zu machen, wenn du jetzt gibst des Kaisers, was des Kaisers ist. Ich habe als Jesus in dieser Märchengeschichte in keinster Weise, das habe ich so oft erwähnt, in irgendeiner Form gegen das Establishment Ja. aufgekehrt. Was wichtig ist, dass ich Feindbilder hatte. Das heißt, die Erkenntnis der eigenen Schizophrenie, zu sagen, ich bin Christ. Darum habe ich hier gerade geschrieben, der blaue Jesus ist erst am Ende seines Lebens zu einem Christus Genau, geworden. genau, genau. Solange ich kann doch, wenn dir auffällt, ich heile Krankheiten. Das heißt, ich bekämpfe, ich will Krankheiten nicht haben. Ja. Ich erwecke die Toten zum Leben, ich will den Tod nicht haben. Ja. Ich schmeiße Geldwechsler aus dem Tempel raus. Ich will keine Geldwechsler, keine Bankmenschen, Banker, Banker haben. Und im selben Moment stelle ich mich hin und predige, liebe deine Feinde. Und dann kommt plötzlich mein Heureka und ich sage, hey, du bist ja hochgradig schizophren. Tja. Du weißt offensichtlich nicht, was Worte bedeuten. Da bin ich oft drauf eingegangen. Was jetzt die Sache ist mit der Maske nochmal, das habe ich auch schon in einem Selbstgespräch angesprochen. Wenn jetzt in deiner Traumwelt Figuren auftauchen, das sind erst einmal Figuren, dann wirst du feststellen, die große Masse trägt Masken. Müssen sie ja. Haben wir wieder zwei Seiten. Ich sage für die einen Masken sind wie Hakenkreuze in unserer jetzt ausgedachten angeblichen Vergangenheit, deutschen Vergangenheit. Das sind Hakenkreuze, das sind die Mitläufer. Die übrigens eine panische Angst haben, dass in ihren scheißdrecksheiligen Körper was hinkommt. Was übrigens die Gleichung mit all den ganzen Bio-Müslifresser und Veganern und so weiter und so fort, die sind keine geistigen Allesfresser. Gott ist ein geistiger Allesfresser. Alles, was du ausscheißt, auskotzt, musst du auch wieder auffressen. Das ist dieses Spiel. Wertfrei gesehen, wenn diese Wörter jetzt was Positives oder Negatives in dir auslösen, wärst du, dann bist du kein wertfreier Beobachter. Das heißt, die, die in dem Mainstream-Lügen schwimmen, die haben ein Hakenkreuz auf dem Gesicht. Die, die das machen, weil sie eben keinen Ärger haben, weil mit der Obrigkeit keine Strafe zahlen müssen, wenn sie in einen Laden reingehen, die haben einen Judenstern auf dem Gesicht, der ja vorgeschrieben war, zeitlang.
in dieser Geschichte. Es wiederholt sich immer alles, es wiederholt sich und es wiederholt sich und es wiederholt sich. Und ich sage jetzt nicht, es sind die Guten und es sind die Bösen, sondern ich sage, es sind erst einmal Gedanken, die man einheitlich sehen, in einem Widerspruch wertfrei. Ob du jetzt das oder das richtig ansiehst, das ist schon wieder hier, wo war jetzt übrigens die ganze Zeit oben und unten? Wenn du in der Mitte bist, existiert es nicht. Die erste Möglichkeit ist, dass du beides dir bewusst machst, dass wenn was aufgespannt wird, und ich immer, ich rede jetzt von zwei Seiten, wir wissen, dass wenn da sowas aufgeht, auch noch was so aufgeht, ja, Fadenkreuz, und diese vier zwangsläufig dann nochmal vier brauchen als diapositiv negativ und diese 8 dann 16 waren, das sind die 16 Seiten. Aber ich bleibe mal, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Und in dem Moment, wo du an was denkst, wird es eine Gedankenwelle. Und jetzt ist es, solange du personifiziert bist, schaust du nur in eine Richtung. Das heißt, du kannst jetzt ganz klar in dich reinschauen, was du bisher geglaubt hast. Ist, wenn du die Maske aufträgst, wenn du in ein Geschäft reingehst, ist es ein Hakenkreuz von dir oder ist es ein Judenstern? Das heißt, magst du das einfach, weil du keine Strafe zahlen willst oder rausgeschmissen wirst, oder magst du das, weil du das sinnvoll siehst, was die Obrigkeit dir vorschreibt? Der Mainstream. Es geht um Fehler zu erkennen in einem Führerscheinprüfungsbogen, nicht um Schuldzuweisungen. Genau. Jetzt können wir das Wort Schuld wieder Schulöffnung anschauen. Die ist eine lichte Schwalbe. Es ist ein Prinzip, es ist eine Matrix und das wird dir zugänglich und du lebst jetzt, hast du mal das Licht. Ich betone dann auch immer wieder, wenn du jetzt neugierig wirst, wir haben immer so Sachen, wird man am liebsten 20 Bücher gleichzeitig lesen, aber schau jetzt hier die Beispiele mit den Fettings, die machen das seit fast ein Vierteljahrhundert. Ich sage doch immer wieder, bemühe dich, diese einfachen deutschen Sätze für vollzunehmen. Das ist. Was ist jetzt da? Was ist für dich hundertprozentig sicher? Ja. Diese wirklich erschreckende, erkennende oder diese erweckende Erkenntnis, dass wirklich, wenn du in dein Wissen reinschaust, du bisher Sachen als hundertprozentig sicher angesehen hast. Das ist übrigens über 99% von dem, was du bisher als hundertprozentig sicher bewiesen angesehen hast, weil du eben so programmiert bist, weil du den Schwamminhalt hast. Was du als hundertprozentig richtig und sicher angesehen hast, hat mit 100% sicher überhaupt nichts zu tun. Es sind Selbstlügen. Es sind alles Selbstlügen. Zum Beispiel, dass du Geld zum Überleben brauchst. Also ich sage jetzt, ob du das glaubst oder nicht. Ich, nicht der Udo. In Form von unheimlich vielen Menschen, Rollen, die ich in meinen eigenen Träumen schon gespielt habe. Was mich in diesen Träumen mit Sicherheit nicht am Leben erhalten hat, ist Geld gewesen. Sondern der, der mich ausdenkt. Das heißt, jetzt in dem Moment hältst du mich am Leben. Solange du an mich denkst, existiere ich in deiner Welt. Und wenn Menschen träumen, träumt jeder seine komplett eigene Welt. Das einmal erkennen, dass wenn du jetzt das Beta-Programm laufen hast, die Erstgeburt, dass Bela und Margot Figuren in deinem Traum sind und der Udo, aber dass hier ein Margot-Programm komplett anders, jetzt in dem Moment, es ist ja alles jetzt komplett was anderes, die kann jetzt beim Einkaufen sein. Es kann sein, dass die in einer Welt gibt, wo nie ein Udo aufgetaucht ist. Das sind die Schmetterlingsfliege, weil irgendwann einmal jetzt zurückgeblättert, jetzt ist natürlich, ich bin immer noch in dem Buch, in dem Videospiel ist es anders. In dem Videospiel war eine Situation, wo ein Udo da war. Und es hätte ja sein können, dass du reagierst und sagst definitiv, was ist das für Scheiß? Und dann vergisst du den wieder und dann wäre euer Leben komplett anders abgelaufen. Dein Leben wäre auch komplett anders abgelaufen, wenn du damals dich nicht operieren lassen hättest vor 13 Jahren. Was natürlich jetzt ein Gedanke ist, den wir jetzt denken, das war auch jetzt. Was aber nicht heißt, dass du dir das ersparen kannst. Das ist das, was ich sagen will. Weil du ja schon wieder bloß eine Seite haben willst, nämlich dir das Leid ersparen. Das sollten wir jetzt nochmal gewissenhaft das Ich-Bin-Du-Quadrat lesen. Das erste Selbstgespräch, wo ich sage, ein Lebenslauf, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Wenn du ein G-3-S rot geworden bist, das heißt, wenn du wach geworden bist, dann kannst du ihm jetzt in dieser Revue passieren lassen, dieses Lebensbuches, des Tagesbuches, erkennen, dass du schon immer dieser Kreis warst, dass du schon immer der Leser warst und auch immer der Leser sein wirst, egal welche Rolle, in welche Rolle du dich hineinlegst. Das ist heilige Religion. Jenseits aller von dir ausgedachten Religionen, das alles nur symbolische Bilder, Spezialisierungen sind mit Feindbildern, die alle gegen Sterblichkeit ankämpfen, die ihren Satan, ihr Böses haben. Ja, genau.
die Gott vorwerfen, dass er Fehler macht. Darum brauchen sie ihren Satan, die ständig bemüht sind, die göttliche Schöpfung besser zu machen. Wie mache ich einen Führerscheinprüfungsbogen besser? Indem ich keine Fehler mehr reindrucke? Mache ich eine Welt besser, wenn es keine Krankheiten mehr gibt? Wenn ich die Krankheitenwellenberg wegmache, fällt auch das Gesundheitswellental. Aber in dem Moment, wo es keine Gesundheit und Krankheiten mehr gibt, brauche ich auch keine Ärzte mehr. Dann wäre gar kein Grund dort, dass irgendwelche Ärzte da sind. Ja. In dem Moment, wo ich das Verbrechen wegmache, brauchen wir keine Polizei mehr. Ja. Aber wenn es die Sachen nicht mehr gibt, dann ist das ja alles entheiligt. Auch wieder ein Jein. Das ist ja schon wieder eine einseitige Aussage. Es sind Erfahrungsprozesse. Selbstverständlich brauchst du die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen beim Auto, Fahrschule, aber nur so lange, bis du das verstanden hast und dann wird es geheiligt, integriert und dann kannst du frei bestimmen, wo du hinfährst. Ja. In der Forschung, habe ich gesagt, fährst du auch, aber da bestimmt Gott, wo du hinfährst. Das ja. heißt, Gott ist in dem Moment momentan dein fehlerhaftes Programm. Weil dein Programm, dein Intellekt erschafft ja letztendlich für dich die Welt, die du dir ausdenkst. Mhm. Aber es ist eine fehlerhafte Welt, weil es ein fehlerhaftes Programm ist. Wenn wir jetzt das Heilen vervollkommnen, das ist, darum kann ich nicht oft genug sagen, die Sache mit dem Horror. Der ganze Intellekt, den du zum Denken benutzt, dieses Programm, Daten und Verknüpfungslogik, ist ein Horror, ein Buchstabe. Erweitern heißt, wir machen aus den Buchstaben Sachen, die in dem Horror nicht drin sind. Nämlich die Buchstaben A, U, S. Das nennt man dann Wort. Ja. In dem Moment, wo du das Wort, ein Wort siehst, achtest du nochmal auf die einzelnen Buchstaben. Nimm doch einfach mal, wenn du jetzt eine Zeitung oder irgendeinen Roman liest und da kommt das Wort Haus vor. Fällt dir da auf, dass in dem Wort ein Haus ist? Es ist zwar da, aber es verschmilzt in dieser Kollektion. Ja. Das wiederhole ich. Das ist auch so ein einfacher Satz, den keiner, das geht mir in Gedanken mit und ist logisch. Was das für dich selbst, für dich Geist bedeutet, hast du überhaupt noch nicht gerafft. Betonung liegt auf Affen. Das musst du erst mal raffen. Ja. Das heißt, alles Wissen, das du hast und alle Erfahrungen, die du hast, die heilen wir durch die Vervollkommnung. Aber die Vervollkommnung kriegst du nicht, wenn du von deinem Wissen was wegkommen willst. Das ist Liebe deine Feinde. Ja. Und dieses Wort wiederum, wo wir jetzt, dann machen wir dann so einen Satz. Ich sage immer, du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt in diesem Moment als Brüssel-Udo wohne. Und in unserem Vatershaus sind unheimlich viele Z im Meer. Geburten des Meeres, des UB86 LHJM selbst ist, der von dir sagt, du bist ich. Zumindest momentan eine rote Facette von mir. Als kleines, als rotes Ich. Ich lasse mir es aber gut sein. Wunderbar. Oh, super. Vielen Dank. Ah, das ist grandios. Einfach göttlich. Danke, wirklich. Man sieht sich. Ja, danke, Udo. Danke. Danke. Bis gleich. Ganz erschlagen. Danke.